Ihr seid schönen guten Abend und herzlich willkommen. Das ist die Eishockey-Show mit mir und natürlich mit Rick Goldmann und mit euch da draußen. Schönen guten Abend, Rick. Schönen guten Abend, Tisch. Schön, dass du dabei bist, dass du auch den zweiten Mal den Weg gefunden hast in Bild und Ton. Und bevor wir erklären, warum wir hier so sitzen, wie wir hier sitzen, das hat natürlich alles seinen Grund. Ja? Wir wollen feiern, dazu sofort mehr, aber wir müssen natürlich auch den Mann an unserer Seite begrüßen, da in der Ecke, Magic Mike. Mike, grüß dich. Grüß euch, na, wie war's? Was? Die letzte Woche, die letzte Show, du meinst, die letzte wie wir die erste Sendung verarbeitet haben, mental? Ja. Ja. Wie soll denn die letzte Sendung gewesen sein? Du warst doch mit dabei. Ja, aber es ist Kurzzeitgedächtnis und sowas. Hast du das drauf? Wahnsinn, ja. Ja. Wenn ihr euch so schick gemacht habt, ist das ja... Dann im Gegensatz zum Baum habe ich festgestellt, also wer den Baum schon gesehen hat, muss ich sagen... Da ist in Babelsberg hier bei dem wunderschönen Studio, wo wir uns hier einquartiert haben über mehrere Monate, um diese Sendung vorzubereiten, sind anscheinend die finanziellen Verhältnisse für den Baumausgang. Ich gebe natürlich offen zu, das war meine Aufgabe, die habe ich versemmelt, wie so vieles andere auch. Ich sollte die Kugel mitbringen und ich habe es versemmelt. Und den Computer, und da hast du ja auch kein Kabel dabei, aber ansonsten läuft's. Sonst läuft es bei mir ganz gut. Aber wichtig ist ja, dass wir euch ein bisschen was über Eishockey erzählen. Aber erst nochmal die Info, weil auch ein paar Nachfragen kamen. Ja, wir machen das jetzt hier live in Ton und Bild aus diesem schmucken Studio, aber selbstverständlich gibt es die Eishockey-Show auch weiterhin als Podcast, also auf die Lauscher, auf die Öhrchen. Ihr könnt euch das dann spätestens morgen sowieso vielleicht auf dem Weg zur Arbeit auch als Podcast geben. Oder wer noch mal reinhören will, was Rick Goldmann wieder mal so Gehaltvolles erzählt hat, dann könnt ihr das gerne natürlich bei den gängigen Podcast-Portalen euch noch mal reindübeln. Bist du verrückt? Nö. Völlig normal drauf. So, jetzt die Auflösung, Goldi. Also wir müssen natürlich klar sagen, wir haben heute ein bisschen was vor. Wir wollen eine Art Weihnachtsfeier auch mit den Fans heute abbrennen. Ja, so ist es. Es geht dem Ende zu des Jahres. Also nicht dem Ende insgesamt. Man könnte das vermuten. Ende kommt, weiß ich nicht. Ja, man könnte das vermuten, so wie der Start in diese Sendung war. Aber grundsätzlich ist nur das Jahr aus. Und da wollen wir natürlich gemeinsam mit Corby Holzer und natürlich mit euch da draußen zu dieser schönen Abendzeit ein schönes Weihnachtsessen nachher noch hier haben und wollen quasi das Lagerfeuer eurer vorweihnachtlichen Eishockeyzeit sein. Euch mit Emotionen am Herzen wärmen und gemeinsam zusammenrücken und sagen, ist es nicht schön, dass es wieder Weihnachten ist? Ja, es ist schön, aber du kannst die Hand runternehmen. Danke. Ja. Meine Güte. Du siehst, ich freue mich zumindest. Ja, und auf jeden Fall hast du schon mal unseren... Ehrengast heute in dieser Sendung verraten. Ja. Mit Corby Innernholzer. Komme ich aber gleich noch zu, wenn wir auf das schauen, was uns alles erwartet. Wir geben euch natürlich heute mal so eine kleine Inhaltsangabe. Aber ich will natürlich auch nochmal anfügen, das, was wir jetzt hier so gerade kleidungstechnisch tragen, hat natürlich auch den Grund, dass wir ein Thema mehr oder weniger komplett durch diese Show durchziehen. Gnadenlos. Man muss ja immer so ein Überthema haben, habe ich mal von großen Storytellern gehört. So ist es, und da sehen wir auch den Aufhänger, es ist James Bond. Wir haben nämlich festgestellt, beziehungsweise wir haben das gar nicht festgestellt, sondern das Team hat das festgestellt, und es sind 178 Leute, die für uns jetzt zeitgleich an dieser Show arbeiten. Ja. Das ist doppelt so viel wie die Öffentlich-Rechtlichen bei so großen Veranstaltungen wie zur Fußball-WM hinschicken. Absolut. Da sind wir auch stolz drauf, vielen Dank an das Team. Hat er gesagt gehabt, in den letzten Sendungen ist immer James Bond vorkommen. Und dann haben wir gesagt, das ziehen wir heute gnadenlos durch. Und ich frage mich, dieser Mensch da oben, hat der keinen Hals? Die Lizenz zum erst Podcasten, jetzt sogar zum Vodcasten. Ja. Aber ich war ganz gut. Ich glaube, das ist Miriam Dabow gewesen. Die fand ich früher echt sehr, sehr hübsch. Der Film ist von 1979. Da kann ich leider nicht viel dazu beitragen. Aber schön, dass du dich so erinnerst. Ich schon. Ich kann da ein bisschen was zu beitragen. Ich bin ja von der älteren Generation. Das ist aber nicht das Thema. Und was ihr natürlich auch machen sollt, Goldi hat ja den Computer mitgebracht und hat auch das Kabel dabei. Oder auf jeden Fall hat er genug Akku. Ihr könnt weiter kommentieren, auch wie ihr das in der ersten Sendung gemacht habt. Das war großartig. Schreibt uns eure Meinungen, schreibt uns Ideen, Fragen auch an die Gäste oder alles, was euch so grundsätzlich bewegt rund um das Thema Eishockey, um das Wochenende der Deutschen Eishockeyliga. Also werdet Teil der Show. Hashtag die Eishockeyshow, YouTube-Kommentarleiste, dann seid ihr hier bei uns in der Show dabei. Und da schaue ich natürlich die ganze Zeit drauf auf die Kommentarleiste. Und wenn was Gutes drin ist, dann hauen wir das direkt rein. Also es gibt, ich habe es auch offen, die Kommentarleiste. Ja. Es gibt schon einen ersten Lob für die Klamotte von euch. So. Also ich habe das Memo leider nicht bekommen mit dem Hemd, deswegen hat es bei mir nur für ein Polohemd gereicht. Aber ja, schauen wir mal, vielleicht kriege ich irgendwann auch mal das ist so richtig. Ein schickes Hemd. Und es ist, jetzt wo du sagst, fällt mir auf, das ist das Gleiche, was du letzte Woche angehabt hast. Jetzt fragt sich der geneigte Zuschauer, hast du es zwischendrin auszogen oder ist es immer noch an? Ich frage nur für einen Freund, das ist hier auf der Kommentarleiste gewesen. Ja. Ah ja, jetzt sehe ich es auch gerade. Nee, es war mal in der Waschmaschine, so wie ich auch. Ja, also ist gut. Deswegen schön. Riecht, glaube ich, noch das okay. Freut mich für euch. Das ist danke.
Die Waschmaschine ist was anderes. Die Waschmaschine ist, wenn du beim Darts die 20, die 1 und die 5 wirfst. Das nennt man Waschmaschine. Ja. Ja, alles ist drin, aber irgendwie kommt nichts raus. Das macht natürlich Sinn. So ist es. So, Leute, ihr habt mitgemacht, das war cool. Und wir hatten euch letzte Woche aufgefordert, aufgrund unseres Gastes Moritz Seider, der dieses Warm-up-Habit hat, die Seider-Challenge mal ein bisschen mitzugestalten. Und es gab ein paar richtig gute Einsendungen, behaupte ich jetzt mal. Wir machen natürlich auch bei der Seider-Challenge mit. Und immer genießt die Show und Grüße an Krüger. Ja, einer unserer wichtigsten Männer im Hintergrund. Guck mal. Ja, die Kiddies auch. Okay, die haben es drauf. Und jetzt guck mal, mit der kurzen Hose der Coach noch. Ich finde, das ist ein brutales Outfit. Wie geil ist das? Also das ist bei minus 2 Grad. Das muss ich mir jetzt nochmal anschauen. Also dieses Outfit, sorry, aber also schöner geht doch nicht. Da hast du doch schon was das nächste Mal zur Show anziehst. Hä? Ja, aber bei meiner Lederhosen ist das Leder irgendwie kleiner geworden. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja. Auf jeden Fall, danke fürs Mitmachen. Man kann schon mal sagen, Hut ab vor diesen Menschen. Ja. Und toll. Hut ab vor uns. Wir waren unserer Zeit voraus. Ja. Nein, Scherz beiseite. Aber wir waren natürlich mit unseren Gästen Patrick Reimer und Moritz Seider insofern voraus, weil auch dann die geschätzten Kollegen von der Dump and Chase, dem Eishockey-Magazin, kennt ihr hoffentlich, auch die Geschichten gemacht haben in der aktuellen Ausgabe. Langes Interview mit Patrick Reimer und auch eine Geschichte ist drin von Moritz Seider, sogar als Poster. Ja, guck mal hier. Meine Chance, Rick Goldmann zu verdecken. Reimer. Für alle, die den Podcast hören. Seider. Bandermann zeigt Poster von Seider. Ja. Und Anmerkung der Redaktion. Jetzt brauchen wir eine Audio-Deskription. Für das deutsche Wort. Mach ich nebenbei. Und weißt du, was das Coole ist? Ich zeige das natürlich nicht ohne Grund hoch. Gleich mehr dazu. Aber auch die haben mitgemacht übrigens. Bei unserer Seider-Challenge. Ja. Hau mal raus, Mike. Ja, die eigenen Jerseys, die sind so groß. Das ist Wahnsinn. Das ist die Eiszeit von 1 Uhr nachts bis 3 Uhr nachts wahrscheinlich. Da wird der Stock dann kürzer. Schau mal, da ist leichter, weil wenn du weiter hinten nimmst, ist es schwerer. Ja, das ist aber Tischtennis jetzt schon fast. Trotzdem. Das ist schon gut. Sehr gut. Vielen Dank, liebe Kollegen. Und weil ihr mitgemacht habt, ein Lob von uns. Und das ist die aktuelle Ausgabe. Und wer Lust hat, kann sich das ein bisschen günstiger reinziehen. Das Jahresabo gibt es nämlich über den Code, wenn er in den Bestellvorgang geht, Hashtag die Eishockeyshow, müsst ihr einfach nur, also Hashtag nicht, aber einfach nur die Eishockeyshow eingeben. Könnt ihr schreiben, wie ihr wollt. Dann kriegt ihr 10% Rabatt auf das Jahresabo und kommt, glaube ich, viermal im Jahr. Und das ist die aktuelle Ausgabe. Und dann haben wir noch einen. Hier geht's aber los mit Geschenken. Oder heute ist ja Weihnachten. Ja, kurz vor Weihnachten. Ja, sorry. Wenn du keinen Inhalt hast, habe ich gelernt, schenkst du Sachen her. Oder du bringst Kinder rein oder einen Hund. Ja, und wo ist das Kind? Bin ich jetzt ein Kind oder was willst du sagen? Aber einen Hund hätte ich bringen können. Aber was sonst denn? Hier, das ist unser Preis fürs Gewinnspiel heute. Guck mal da oben. Ist das ein 6 oder ist das ein G? G für Goldman. Ist das meiner? Für Goldman 6. Das ist der Iserlohn Boosters Hoodie. Wie ich mir habe sagen lassen, geht das Ding weg wie Semmeln. Also das bestverkaufte Merchandise ever anscheinend bei den Roosters. Da war ich überrascht, weil ich habe mal gehört gehabt, dass dieses Kanada 1C-Ding da damals mit Mo Müller, dass das brutal abgegangen ist. Also wenn es jetzt noch mehr ist, Hut ab. Also ich habe es hier gelagert und wie ihr es gewinnen könnt, Achtung, jetzt kommt der Teaser, sagen wir euch im Laufe der Show. So bleibt man dran, hoffentlich. Clever, da bin oder? Ich gespannt jetzt, da bleibe ich auch dabei. Und weißt du was, Mike, ich war am Donnerstag war ich unterwegs und war in Straubing und habe mich, und das ist ja nicht so oft, weil meistens bin ich als Sportreporter unterwegs, aber ab und zu triffst du als Sportreporter halt auch die ganz großen Philosophen. Und ich habe mich im Interview mit Jason Dunham unterhalten und dann hat er tatsächlich das hier rausgehauen. Ja, die Kollegen von Augsburg haben das. Weil Eishockey ohne Eishockey ist einfach kein Eishockey. Weil Eishockey ohne Eishockey ist einfach kein Eishockey. So für alle, weil Eishockey ohne Eishockey ist einfach kein Eishockey. So, man muss es auf den Punkt bringen. Das konnte Sokrates früher nicht schöner sagen, glaube ich. Und der Tweet dazu von Augsburg, kannst du den ganz mal zeigen? Das ist ganz schön, wie sie das eigentlich beschreiben, das finde ich gut. Was mich natürlich gleich jetzt bei dir interessiert, was du für Frage gestellt hast, dass das die Antwort sein kann. Aber da vielleicht gleich, jetzt schauen wir mal, wie sie das bezeichnen. Ich habe es auch gar nicht mitgekriegt, geht die Augsburger. Hast du wieder nicht zugehört, gell, zu dem Zeitpunkt. Haben wir es?
Ich hab's, ich warte nur darauf, dass die Kollegen der Regie mal den Bildschirm zeigen, dass natürlich da ist es. Die Bedeutung dieser Worte eines bekannten niederbayerisch-kanadischen Philosophen wurde in unserer spielfreien zwei Wochen wieder so richtig bewusst. Das finde ich schön. Niederbayerisch-kanadischer Philosoph. So, da haben die mal zwei Wochen kein Spiel und schon sind die im Internet ganz groß unterwegs. So ist es. Ja. Aber jetzt erklär mir du ganz kurz, welche Frage stellt man, dass man sowas rausholt, sowas wirklich tief gehalten jetzt nicht mehr, ihr habt die Frage doch schon vergessen, wo ich sie gestellt habe. Ja, okay, gut. Es war am Donnerstag. Was haben wir vor in der Show heute? Also, kleine Inhaltsangabe von uns, kleiner Leitfaden, damit ihr nicht denkt, oh Gott, kommt da noch was, was uns interessiert? Hoffentlich. Das haben wir vorbereitet. Mike, zeig mal unseren Gameplan for today. Ab dafür. Der Coach hat sich lange was überlegt. Ja, animiert fliegt das rein, du das Halleluja. Also, Wahnsinn. Wir gucken natürlich gleich auf das DEL-Wochenende. Steht ja da auch. Ja? Ihr könnt hoffentlich das auch gut lesen. Und wir reden vor allem explizit heute mal über die DEG, weil die ist, wir sagen on fire, aber da ist alles drin gerade. Ist Rakete, kann man auch sagen. Und natürlich nicht vergessen, eine Stunde sollte es eigentlich vorbei sein. Kriegen wir das heute hin? Stunde ist gut, ja. Wir haben ja beim letzten Mal auch nur überzogen, ist es so. Ja. Mit Thomas Gottschalk an meiner Seite ist das aber klar. Corbinian Holzer, unser Gast heute. Was stand da noch? Kann ich mir doch nicht merken. Muss noch mal reinhauen. Top 10. Buntes aus der Eishockeywelt. Buntes aus der Eishockeywelt. Und so viel kann ich verraten. Da könnt ihr dann auch den Hoodie der Roosters gewinnen. Und es ist schon viel los auf der Kommentarleiste bei YouTube, sehe ich gerade. Da sind natürlich Sachen dabei, wie was Corby Holzer zu 1860 sagt, wo er großer Fan ist, was er zu Olympia sagt, das sind alles Sachen, die werden wir natürlich gleich nachher im Gespräch mit ihm klären. Kein Interview mit Corbinian Holzer ohne eine Löwenfrage. Geht nicht. Gehört dazu. So ist es. Wollen wir einsteigen? Na, absolut. Ja. Sehr schön. Ich glaube, ich habe nicht vergessen, hier auf meinem Ablaufplan steht jetzt kein Punkt mehr, den ich hoffentlich ignoriert habe. Ja. Dann würde ich sagen, ist es jetzt auch 19.32 Uhr, wie es auf unserem Ablaufplan steht? Just in time? Warte, ich guck mal hier. 1942. Ja. Okay, also Tempo aufnehmen und bevor wir über das sprechen, was vor allem in der Woche passiert ist oder am Wochenende, gucken wir mal auf ein Highlight, wie immer, einen Goalie-Highlight. Unser Save of the Week, präsentiert von Interwetten. Hau raus. Ab dafür. Tommy Kahunen gegen Schwenningen. War das? Das ist schon ein geiler Save. Also nicht bloß, dass der Save wirklich geil ist, wie er da mit dem Schonen noch rüberkommt, werden wir gleich nochmal sehen, jetzt in der Slow-Mo, sondern man muss auch sagen, der Zeitpunkt war ganz, ganz wichtig. Der Spielstand zu dem Zeitpunkt war 3-1. Das wäre das 3-2 gewesen. Ja. Und kurz danach, ich kann mich jetzt nicht erinnern, es ist nicht lange Zeitspanne dazwischen gewesen, fällt dann das 4-1 für Straubing. Und das ist letztendlich entscheidend gewesen, dass der Torhüter Kahunen in dem Fall da so einen wichtigen Save macht. Und deswegen ist das auch Ich finde es immer cool, wenn du rüberrutscht eigentlich mit dem Oberkörper und dann mit den Beinen auf einmal wieder in einer ganz anderen Richtung bist. Das finde ich immer das brutal Coole bei den Goalies. Den feiere ich eh ab. Der hat am 29. Oktober Geburtstag, genau wie ich. Tommy Kahun. Das mit dem Geburtstag, das ist tatsächlich was, das wurde ich im Leben berührt, gell? Ja, wie die Leute Geburtstag haben. Ist nur ein paar Jahre jünger. Ein bisschen. So, Mike? Ja? Wir müssen die Hard Facts uns angucken. Ja. Was ist passiert? Erst Spieltag oder erst Tabelle entscheidet? Mach erst mal einen Spieltag. Na dann. Damit wir nochmal die Ergebnisse so ein bisschen. Das ist der vom Sonntag jetzt. Wir gehen auf Freitag zunächst. Dann machen wir Freitag. Wir nehmen das komplette Wochenende mit. Wir machen es chronologisch. Hat er letzte Woche von dir gelernt. Ja. Na dann. Und bitte. Was ist dir aufgefallen? Was ist dir ins Auge gestochen? Also was am Freitag wirklich interessant war, weil wir gleich ganz oben sind, Düsseldorf war mal 3-0 vorne, da hat München ausgeglichen zum 3-3, aber trotzdem, da kommen wir noch drauf, im Shootout gewonnen. Das wird ein Thema nachher sein, das wir uns genauer anschauen. Mannheim hat Niederlagenserie beendet, kommt auch im Shootout gegen Köln zum Sieg. Ja, hatten 3 Niederlagen in Serie zuvor. Ja, und sehr deutlicher Sieg für Nürnberg auch. Auch da werden wir nachher noch drüber sprechen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Dann schauen wir uns den Sonntag doch noch an, oder? Unbedingt. Dann ist das Wochenende erst komplett. Auch da sehen wir, Berlin gewinnt. Also das heißt, Berlin mit 2 Siegen. Auch Nürnberg gewinnt. Das heißt aber auch, dass München verloren hat. Und ansonsten an dem Tag Mannheim, 2. Overtime-Sieg. Also in Verlängerung dieses Mal. Und Düsseldorf gewinnt auch wieder im Shootout, dieses Mal gegen Wolfsburg. Wird auch gleich ein Thema sein, denn da ist ein Mann ganz besonders herausgestochen beim Thema Düsseldorf. Tabelle noch? Hat man noch nicht, oder? Nö. Habe ich geschlafen. Ich hätte sie bereit. Hau mal raus. So, scrollen wir mal ein bisschen ran, ne, für die, die nicht so gut lesen können.
Danke. Das war nicht in deine Richtung gemeint. Ja, das ist aber, ich muss auch immer, wenn die Tabelle ganz oft in der Sendung eingeblendet wird, muss ich mal an den Monitor rangehen, so 3 Schritte, damit ich das dann sehe. Ja. Ja. Eisbären Berlin, die einzige Mannschaft mit einem 2-Punkte-Schnitt momentan. Ihr müsst ja immer bei, logischerweise bei PPG gucken, ja, aber das wissen die Eishockey-Fans ja logischerweise. Und wenn du hinschaust, so zwischen 3 und 6, das ist schon sehr, sehr nah zusammen. Und da ist Köln und Düsseldorf mit drin. Und man muss ganz ehrlich sagen, vor der Saison haben wenige Köln und Düsseldorf weit vorne gehabt. Mhm. Also es war alles so, viele haben gesagt, Umbruch, Düsseldorf muss sparen und so weiter. Köln weiß man nicht genau, auch nicht so viel Geld da. Also die haben sich da oben jetzt echt etabliert. Ja. Beide über einen längeren Run. Köln ein bisschen zuvor, Düsseldorf hat jetzt nachzogen. Mhm. Das ist schon sehr auffällig, wenn wir ganz runtergehen. Ja, ja. Ganz kurz noch, weil du sagst, es ist eng. Also na, geh noch mal hoch kurz. Ja. Weil, Mannheim haben jetzt wieder einen Weg gefunden zu gewinnen, aber weiterhin natürlich auch trotzdem, das kann man auch mal sich anschauen, mit der besten Defensive da. Und München, das ist echt jetzt, guck mal, wie knapp das ist, das hast du richtig gesagt, ne? vor den Verfolgern von Wolfsburg und vor den Kölner Haien. Also ein Spiel, manchmal einen Punkt holen oder nicht holen, dann schiebt sich das sofort auseinander, weil du eben die unterschiedliche Anzahl der Spiele hast. Ne? Es sind ja 32 Spieltage gespielt, aber keiner hat 32 Spiele bisher absolviert. Ja? Köln, du hast zwar gesagt, das Rheinland ist gerade wieder stark unterwegs, aber die haben auch nur einen Sieg, glaube ich, aus den letzten 5. Also das ist gerade, ja, ich würde jetzt nicht von einer Krise reden, logischerweise. Das ist ja Quatsch. Schlechtes Wort. Das weiß ich jetzt nicht, ob das ganz genau stimmt. Stimmt das nicht? Aber ich habe es hier stehen. Aber tatsächlich hatten die ihren Run eigentlich zuvor. Genau, also das meine ich ja. Das ist tatsächlich so, aber sie halten sich da oben trotzdem konstant, weil sie auch punkten in den Spielen zum Teil. Aber lass mal nach unten gehen. Wir müssen ein bisschen mit der Zeit ein bisschen schauen, dass wir da jetzt nicht alles durchmachen. Unten finde ich es wirklich spannend. Die letzten 3, Iserlohn, Schwenningen und Bietigheim, das ist echt verdammt knapp inzwischen, was sich da ergeben hat. So ist es. Und wir haben das Rheinland schon thematisiert und dementsprechend lass uns über Düsseldorf reden, über die DEG. Es ist ein absoluter Highflyer momentan, ist Wahnsinn. Ja. Wie erstaunlich ist das für dich? Ja, also grundsätzlich muss ich schon sagen, wie ich am Anfang den Kader angeschaut habe, da habe ich mir gedacht gehabt, da muss wirklich viel gut klappen. Also die Ausländer müssen funktionieren, also die Importspieler. Du brauchst die erfahrenen Leute, die lang da sind, dass sie wirklich funktionieren wie Bata, wie zum Beispiel Novak. Genau das ist aber alles der Fall. Und du brauchst die Jungen, die den nächsten Schritt machen, wie zum Beispiel El oder wie auch zum Beispiel Eder, dass der nochmal einen draufsetzt. Und alles das funktioniert eigentlich. Sie spielen gut im System. In den letzten 9 Spielen haben sie nur eine Niederlage gehabt. Also das ist wirklich was für sie spricht. Und letzte Niederlage, 5.12., zwar daheim, aber gegen Augsburg und ansonsten. Und ja, unter anderem auch Top-Teams geschlagen. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass das in Anführungszeichen irgendwie da jetzt das untere der Tabelle war. Mhm. München ja jetzt am Freitag, Mannheim gewonnen, Eisbären gewonnen. Das war ja ein verrücktes Spiel, diese 7-6. Also Harry Kreis hat seine Jungs gerade absolut in der Spur. Kann Düsseldorf das halten, so glaubst du? Jetzt auch? Das ist tatsächlich immer die Frage und das ist immer schwierig. Wir reden das gleich. Also du hast ja auch gesehen gehabt, sie hatten Corona und dann hat es natürlich echt Probleme mal kurz gegeben, aber sie haben sich wieder gefangen. Sie haben einen Weg gefunden, sich zu fangen. Und man darf auch nicht vergessen, jetzt hat Eder gefehlt, Fischbuch an dem Wochenende hat gefehlt. Am Sonntag war noch Novak raus. Also da sind schon Leute, die insgesamt fehlen in diesem Kader zusätzlich noch. Und zuvor hat es mal so eine Zeit geben, da war O'Donnell wirklich brutal stark vor diesem Wochenende, mit El und Bata in einer Reihe, die haben wirklich den Ton angegeben und dieses Wochenende, muss man sagen, da haben andere Leute sich im Vordergrund gespielt und da war Prof dabei, da war zum Beispiel Olsen dabei, da war Schiemens dabei und das ist für mich natürlich was, das, wo man sieht, dass eine Mannschaft gut funktioniert, wenn andere da die Rolle übernehmen und trotzdem letztendlich Siege rauskommen, zweimal nach Penalty schießen. Du hast gerade schon 2 Namen genannt und das war natürlich gerade aus Sicht der Fans der Düsseldorfer EG eine ziemlich fette Meldung, muss man schon sagen, dass die DEG es geschafft hat, hier sieht man es nochmal. Nicky Mont, der glücklich war, dass er es geschafft hat, mit Brandon O'Donnell und auch mit Alex Ehl zu verlängern und zwar 2 Jahre, also bis 2024 würden sie jetzt normalerweise für die DEG aufs Eis gehen. Was sagt das auch über die DEG aus? Also, where's the money coming from? Ja, da haben wir was dazu von James Bond, weil wir uns natürlich auch fragen, was hat Nicky Mont gemacht? Ja. Und welcher Titel könnte da passen? Na, was war's nochmal? Ja, bitte. Alles auf Rot? Alles auf Rot.
Das wenn war du alle die Casino Royale. Es ist der Wahnsinn. So, jetzt sind wir endlich da. Meine Güte. Casino Royale bei Düsseldorf, hat man das Gefühl. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, der Niki hat es echt nicht so leicht gehabt am Anfang der Saison. Der musste mit dem Geld gut umgehen und die Art und Weise, wie er den Kader zusammengestellt hat. Wir haben das schon ein paar Mal besprochen. Mhm. Mit Jungen, mit vielen Deutschen, die sich dann auch kennen. Mit einem Kader, der zum Teil vor allem auf der deutschen Position schon lange zusammen ist. Das ist schon stark. Und jetzt O'Donnell und Ehl zu halten, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Fingerzeig insgesamt für Düsseldorf und den Standort. Ja, und Sie haben diese Spieler am Start, aber Sie haben auch einen Spieler am Start, der jetzt nicht verlängert hat, aber der sich mega in Fokus gespielt hat, aufgrund einer sehr besonderen Begebenheit, möchte ich mal sagen. Und zwar ist es Cedric Schiemens, der es gepackt hat. Ja, guck mal hier, ein Penalty reinzudübeln auf die ähnliche Art und Weise. Und zwar gegen München zweimal. Ja. Und dann auch noch gegen Wolfsburg am Sonntag, ne? Genau, das habe ich mal so aufbereitet und so, dass auch noch mal jemand, jeder sieht. Hier, das war der erste gegen München, das zweite gegen München, wirklich. Und das war der gegen Wolfsburg. Und jetzt also er kommt immer von links. Hier noch mal sehen. Es ist dreimal das gleiche Ding. Der kommt wirklich von links, immer gleich. Und dann der Schuss aufs lange Eck über den Schoner, Fanghandseite. Ja. Das ist komplett gleich letztendlich. Du hast es noch mal vorbereitet. Schau mal das an jetzt. Das ist wunderbar, gegen drei Torhüter sogar. Also es sind die Bilder alle aufeinandergelegt, ne? Es ist nichts falsch bei euch auf dem Schirm. So, und alle dreimal schießt er ihn da über die Fangernseite. Hier kann man es nochmal schön sehen. Von hat hinten. Aber auch technische Möglichkeiten, der Mike, Wahnsinn. Und du hast recherchiert, Mike, und hast Folgendes herausgefunden. Das habe ich nicht gewusst, das finde ich stark. Genau, er hat am 5.11. im Derby gegen Köln hat er schon so einen gemacht. Und das habe ich doch dann auch direkt mal rausgesucht. Und zwar, jetzt sind wir wieder bei der Technik. Hier, das ist jetzt ein bisschen weiter weg, aber man erkennt es trotzdem. Ja. Und man sieht auch wieder, er läuft über links an, zieht in die Mitte und fang an Seite über den Schoner und tschüss. Da waren noch Zuschauer, viele Zuschauer. Ja. Insgesamt muss man sagen, das ist schon. Aber es war fucking awesome, fucking awesome. Also es ist schon stark. Also muss natürlich auch, man darf eins nicht vergessen. Schiemens ist 22 Jahre alt, da muss natürlich auch erstmal die Eier haben, da hintereinander bei München zweimal anzulaufen. Das lernst du als ganz Junge bei den Eisbären Juniors. Ja. Und den entscheidenden Penalty zu machen. Der Weg ist interessant. Du sagst es, der ist ja von München dann zu Red Bull in die Akademie. Dann ist er nach Kanada über die DL2 Schwenningen jetzt nach Düsseldorf gegangen und hat jetzt schon so viele Punkte wie noch nie in der DL, also Karrieresaison. Mhm. Hat in 22 Spielen, jetzt 4 Tore, 3 Assists dazu. Und das ist eben auch so ein Baustein, ja, dass diese jungen Spieler, die sie dann auch holen, dass die funktionieren. Bekommen die Eiszeit und funktionieren. Und deswegen ist mit ein Grund, warum Düsseldorf so gut dasteht. So ist es. Guck mal, wenn ich... Ja, bitte? Apropos Schiemens. Apropos. Wir sind ja aktuell auf James Bond heute. Ne? Da haben wir natürlich auch was vorbereitet. Ja, klar. Der Mann mit dem goldenen Colt. Guck mal da. Das ist Legende. Von wann ist der Film? Weiß das wer von euch auswendig? Du bestimmt, Sascha. Du bist doch so ein Filmliebhaber. Ja, Mann mit dem goldenen Colt würde ich sagen 74. Na? Soll ich mal nachschauen? Ich dachte, du wüsstest es jetzt. Nee. Ich aber Probe, da kommt keine Info. Mike. Ich bin doch der von 74. Da, bam. Das? Irgendwie sowas. 70er ist nicht schlecht. So, ich glaube, wir legen los. Der Mann mit dem goldenen Colt. Der Mann mit der goldenen Verbindung ist hoffentlich jetzt bei uns. Ich habe gerade schon gehört, das ist im Hintergrund ein Ja, geht alles klar. Corbinian Holzer, unser Gast heute in die Eishockey-Show. Schönen guten Abend. Servus. Ja, guck mal, wie er da sitzt im Löwenoutfit. Geiles Trikot. Geiles Trikot. Holzi, wenn du schon mit dem 60er-Trikot da sitzt, dann muss man natürlich gleich als erstes die Frage stellen, was sagst du dazu, dass der Mölders weg ist? Ja, es ist natürlich schwer, das zu beurteilen von außen. Ich bin natürlich da ein bisschen tiefer in den Informationen drin, was man halt von außen so hört. Aber das ist halt, wenn man die News halt bei 60 verfolgt, das würde jetzt auch nicht jeder machen, wenn du kein Fan bist. Aber es hat halt nicht mehr so gepasst. Und ich glaube, dass man jetzt einen ganz vernünftigen Weg gefunden hat, sich da zu trennen, einvernehmlich, und eine saubere Lösung gefunden hat. Und ich glaube, was der Sascha Mölders für 60 gemacht hat oder erreicht hat oder geleistet hat, das steht ja oder ist unbestritten. Und da muss man als Fan auch dankbar sein. Und das bin ich auch. Und es ist natürlich schade, dass so ein Spieler dann weg ist, aber ist halt so. Aber ist es noch richtig, das richtige Wording, Fan bei 1860, oder heißt es eigentlich Masochist? Ich frage nur.
Ja, ich weiß ja nicht, wie locker du durchs Leben spazierst, aber egal, was kommt bei mir im Leben, ich kann nichts mehr umhauen, wenn du 60-Fan bist. Also ich sage, ich muss ja zugeben, ich bin selber 60-Fan, deswegen freut es mich sehr, dass er Corby da ist. Und ich sage immer, bei 60, Leid kommt von Leidenschaft. Das ist immer mein Leitsatz, wenn es um 60 geht. Ja. Aber wenn der Corby jetzt schon da ist, dann würde ich sagen, wir machen offiziell die Weihnachtsfeier, dann hole ich uns was zu trinken, dann kannst du dabei weiterreden. Ja, genau. Und wir müssen nämlich drüber reden, weil der Löwe spielt ja gerade. Tja, dann red doch du mit ihm. Wie machst du das jetzt, Corby? Hast du noch einen zweiten Screen, Second Screen auf oder was? Und interessierst dich gar nicht für unsere Fragen, sondern guckst nur Fußball oder was? Jetzt gerade Halbzeit. Ach so, sehr gut. Aber ihr führt, wie ich gehört habe, oder? Nee, aber ich glaube, das ist das allererste Mal auf dem Stuhl in meinem Esszimmer hier, weil es der einzige Stuhl ist, mit dem ich richtig gut auf den Fernseher schauen kann nebenbei. Dann sehe ich auch, was da passiert. Also. Okay, aber du, lass uns, das im Griff. Lass uns das aber abrunden. Aber was ich natürlich dann schon auch noch gerne wissen will, heißt das jetzt auch für dich als Fan Aufstieg AD, weil Tormaschine fällt aus? Oder glaubst du, jetzt kommt dieser Impuls, der vielleicht eine Mannschaft nochmal in eine ganz andere Richtung trägt? Du kannst das ja aus dem Innenleben einer Mannschaft ganz gut beurteilen. Ja, weil das weiß er nie. Das ist immer schwierig. Ich glaube, dass die Rückrunde dann noch lang ist. Wenn sie jetzt heute 3 Punkte holen, jetzt im Moment sieht es ganz gut aus. Letztes Jahr die Rückrunde war auch ganz gut. Klar hast du natürlich viele Punkte schon verschenkt bisher, aber wenn du in so eine Dynamik reinkommst, weißt du ja nie, was möglich ist. Sie müssen aber aufhören, unentschieden zu spielen. Das reicht eigentlich bis jetzt. Die 8, 9 Mal, was sie unentschieden gespielt haben, wenn du ein paar 3-Punkte-Spiele mit reinnimmst, glaube ich, alles möglich. Jede Mannschaft macht so in der dritten Liga im Fußball so eine schlechte Phase durch und ist sehr, sehr ausgeglichen. Außer Magdeburg ist eigentlich keiner so richtig vorne wegmarschiert. Und ich also als 60-Fan musst du immer dran glauben. Deswegen die Hoffnung stirbt bis zum letzten Spieltag. So ist es. Ja, sorry, genau. Rick hat hier gerade das halbe Studio zerschossen. Nicht wundern, aber Rick Goldmann hat angefangen, Corby, mit der Weihnachtsfeier hier bei uns, die wir auch gleich mit dir natürlich begehen werden. Du wirst auch gleich Teil dieser Weihnachtsfeier sein, aber Rick schenkt jetzt gerade schon mal ein bisschen was aus, damit wir alten Männer, unseren Kreislauf ein bisschen in Schwung bringen. Das ist wichtig für uns. Weißt du, sonst sind wir nicht gut drauf. Ja, Gott sei Dank dürft ihr euch hinsetzen. Während Rick ausschenkt, das dauert immer ein bisschen länger. Weil er hat nämlich extra die Magnum-Pulle gekauft. Sehr gut. Halleluja. Ja. Guck mal hier. Die Flasche ist für ihn. Corby, wenn es okay ist, Dankeschön, für dich, bevor Rick. Wir über dich auch reden und über Mannheim und wie es dir geht, weil das ist ja das Wesentliche. Lass uns mal ein paar Punkte ansprechen, was sonst noch so in der Liga passiert ist. Und weil wir gerade schon beim Fußball waren, passt das natürlich jetzt mega gut. Denn die Eisbären haben auch einen ganz guten Kicker in ihren Reihen, muss man sagen. Guckt euch das mal an, was der gute Byron also alles kann. Nicht nur beim Schläger. Doink. Er hat ein sehr gutes Auge fürs Tor, muss man sagen. Ich versuche es jetzt nochmal so, dass man es auch sieht. So, hier mit dem Cursor, da ist der Puck, falls es nicht jeder sieht. Ne? Und dann geht er genau doink am Kopf. Mit der Hirse. Das passt natürlich perfekt zu James Bond. Was passt da zu James Bond, Holzi? Keine Ahnung. Richtig, GoldenEye. Sag's doch mal. Auch den haben wir vorbereitet. Das ziehen wir gnadenlos durch. Guck mal. Ja gut, mit dem Auge. Das Tor macht insgesamt, muss man sagen, ist wieder zurückkommen, Byron, an diesem Wochenende. Gleich wieder in die Reihe rein zu Nöbels und Vöderl. Das war beim Sieg gegen Iserlohn. Zwei Tore im letzten Spiel insgesamt. Am konstantesten momentan Berlin von den Top-Mannschaften. 4 Siege in Folge, von den letzten 9 Spielen 7 Siege. Deswegen stehen die auch ganz oben. Hut ab! Weiter geht's. Gerne. Who let the fox out? Kennst du das? Ja, kenn oder ich. Fox, aber das heißt das on the run. Ja, das ist nicht dein Style, ich weiß, nicht deine Musik. Aber Dane Fox von den Nürnberg Ice Tigers hat mal ganz geschmeidig kurz ein 6-Punkte-Spiel reingeschraubt. Das erste war 1-1 im Powerplay, dann 2-1 im Powerplay, dann die Assists noch dazu. 6-3 schießt er auch noch selber. Das heißt insgesamt 3 Tore und 3 Assists in der Partie. Also das ist natürlich schon eine geile Nummer gewesen. Ja, und das ist ja vielleicht auch sowas, Goldi, dass auch ein neuer Trainer aus so Spielern durchaus mal wieder was rausholt, weil er war ja gelegentlich auch mal, ich sag jetzt mal so, auch mal lethargisch ab und zu unterwegs. Ja, dass einer 6-Punkte-Spieler ist, möchte ich jetzt gerne Corby weitergeben, aber da gehört auch viel Glück dazu, Corby. Das kannst du nicht einfach so planen. Ja, also das wird wahrscheinlich sein erstes 6-Punkte-Spiel.
in seiner Karriere und ja, wie gesagt, gehört ein bisschen Glück dazu. Ja, das weiß er nie, aber da muss schon alles klappen, sage ich mal. Und da waren ja ein paar Tore dabei, die waren ja brutal und ja, wenn es läuft, dann läuft's. Ja, und wenn die Rakete startet, dann startet die Rakete. Auch da natürlich Dane Fox als Ian Flemings Moonraker, James Bond, auch legendär, damals glaube ich mit Roger Moore, der ist er jetzt. Sehr schön. Ja. Und mit diesen 6 Punkten schiebt er sich auch ganz weit nach vorne, gell? Also da gibt es nicht viele Spieler, die in einem Spiel, glaube ich, mehr Punkte gemacht haben. Nee. Magic Mike hat da wahrscheinlich auch schon wieder was recherchiert. Da habe ich was auf dem Rechner da, ja. Ja. Oh, guck mal. Also der zweite bin nicht ich, auch wenn der Vorname vielleicht es vermuten lassen könnte. Ja. Okay, 8 Punkte. Der ist ja gar nicht dabei. Ja, aber... Aber gut, dass wir es vorbereitet haben. Danny Bousquet ist dabei. Wer kann sich erinnern an diese Aussage? It's a fucking Koblet-Skandal. Greg Holst. Und dann sagt er noch dazu, Topscorer in der League. Das war Danny Bousquet, damals in der österreichischen Liga. Ja, Fabel Groß auch dabei, zu dem kommen wir auch gleich noch. Hm. Aber zunächst kommen wir zum EHC Red Bull München, glaube ich. Ja. 4 Niederlagen in Serie, Goldi. Da wird jetzt ganz schnell, das kann auch gleich Corby gleich auch nochmal einschätzen, wie das so ist, aber man sagt schnell, ah ja, okay, die haben jetzt diesen Mega-Fokus auf der Champions Hockey League, das ist jetzt vielleicht irgendwie die Chance, das vielleicht sogar zu gewinnen, den nächsten Schritt da zu machen. Sie waren ja schon mal durchaus nah dran. Ja. Und dann verlierst du vielleicht so im Alltag ein bisschen Fokus. Ist das Schwachsinn? Ist das die Denke von Menschen da draußen, die im Inner Game gar nicht so drin sind? Oder was, wie würdest du es dir erklären? Na, ich glaube, dass das schon damit zu tun hat. Das ist natürlich eine gewisse Emotionalität, die du bei diesen vielen Spielen, die München momentan hast, jeden Tag, egal gegen wen, bringen musst. Ja. Und es ist schwierig. Sie haben jetzt 4 Niederlagen in Serie. Übrigens diese 4 Niederlagen alles ohne Zuschauer. Und das, manchmal fällt es dir leichter zu spielen, wenn dann Emotionen von, egal ob es der Gegner ist oder die eigenen Fans sind, von oben kommen, dann kannst du leichter eingreifen. Wir kommen da gleich dazu, in Mannheim ist ja das ähnlich gewesen, auch nach Corona und mit der Champions Hockey League. Da hat es ja auch mal eine Durchstrecke gegeben bei euch, Corby. Ja, es ist schon, hat schon was damit zu tun, glaube ich, ja, wenn du viele Spiele auf engen Zeitraum hast, wie es bei München. Und dann keine Zuschauer, dann kann es schon mal schwerer fallen, dich zu motivieren, glaube ich, dass du diese Emotionen da reinbringst. Für so ein Champions-League-Spiel ist natürlich eine andere Sache, weil du eben diese Chance hast, dass du weiterkommst. Das ist ja wie ein Playoff-Spiel schon fast, dass du da die Emotionalität einfach von Haus aus schon drin hast und dann in den Liga-Alltag wieder reinkommst, ist natürlich schwer, dann die Spannung da so hochzuhalten. Ich glaube, die hatten jetzt auch bedingt durch Corona diese Pause da, wo sie hatten, relativ viele Spiele in kurzer Zeit und ja, dann ist natürlich schon manchmal nicht so einfach, da mit dem richtigen Fuß aufzustehen und dann auch die perfekte Leistung jetzt mal abzurufen. Am Ende sind wir auch alles Menschen und deswegen kann das schon mal passieren. Ja, aber Sie werden auf jeden Fall, glaube ich, gerade über ein paar Dinge nachdenken und versuchen da wieder den richtigen Weg zu finden in den kommenden Spielen, auch in der Liga. Und der Corby hat ja auch im Rheinland gespielt und weiß ja, ich sage als Rheinländer ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und deshalb haben wir natürlich auch ein James-Bond-Bild für den EHC Red Bull München mit dem Chef, mit Christian Winkler. Und das schaut aber bisher, also das schaut echt so aus. Ein Quantum Trost, als spenden wir. Als ob der Winky wirklich mal James Bond gewesen wäre. Ja, also es passt gut aufeinander, finde ich. Guck mal. Der Corby schaut schon so, der hat jetzt schon, der denkt sich jetzt schon, Herrgott, warum habe ich nur zugesagt für das Ganze? Dementsprechend sagen wir Prost, Corby. Corby, ja. Frohe Weihnachten. Ja, schon mal vorab. Ja, ich muss ja selber noch was holen, oder? Ja, warte noch. Ja, wir haben Überraschung für dich. Es wird an der Tür klingeln. Ja, ja, wir ziehen nur, bis es bei dir an der Tür klingelt. Warte mal kurz. Bing bong. Ah, was ist denn da? Ja, ist es denn zu fassen? Das gibt's ja gar nicht. Was wurde dir denn da geschenkt? Ja, warte, schau mal rein. Hast du schon Essen gekriegt? Ja, vor vielen Stunden schon. Gut, dass wir nicht so lange überzogen haben. Schön, dass das sehr streifelnde Stunde über die Tabelle gesprochen hat. Aber ist nicht weiter schlimm. Wir machen noch ein Thema hier, würde ich sagen, Iserlohn. Und dann können wir auch zum Essen kommen. Sesh, haben wir nicht was für Iserlohn das auch vorbereitet? Das haben wir auch, absolut. Zufällig? Weil die sind absolut gerade in einer schlamasseligen Situation, so möchte ich es mal beschreiben. Guck mal, Freitag 2-5 gegen Bietigheim, Sonntag 2-3 gegen die Eisbären und jetzt sind es 5 Niederlagen in Serie.
Ja, und dann kommt der Check noch dazu. Dann kommt der Check noch dazu. Von NM, den hat er nicht lustig gefunden. Insgesamt muss man sagen, du hast es schon angesprochen. Das Problem ist ein bisschen bei Iserlohn momentan, dass sie bei 5 gegen 5 wirklich Tore erzielen. Und bei Berlin gegen Iserlohn hat es nach dem 1:0 hat's eine Szene gegeben. Mike, magst du mal ganz kurz reinschauen, ob du die findest? Ja, ich suche. Da hat es einen Schuss gegeben und diese Scheibe bleibt fast sinnbildlich 1 Zentimeter vor der Linie liegen. Und das ist so ein bisschen das Problem momentan aus meiner Sicht bei Iserlohn. Ja. Die waren auch von den Schüssen her tonangebend am Freitag. Sie hätten ohne Probleme da auch einen Punkt haben können. Aber jetzt schau dir das an. Da finden sie keinen Weg, dass diese Scheibe reingeht. Und ja, man könnte natürlich sagen, da sind ein paar Spieler vielleicht überspielt. O'Connor, Ecolazzi, auch Bailey. Die kriegen sehr, sehr viel Eiszeit. Da sieht aber man's. Und du stoppst jetzt nicht, oder? Doch, ich stopp jetzt gerade. Ach so, ja, aber dann lass mal. Es läuft in realer Geschwindigkeit. So, da bleibt es aber trotzdem liegen und dann geht da nichts mehr. Irgendwie geht die Scheibe nicht drüber. Und es ist insgesamt ein bisschen sinnbildlich, meiner Ansicht nach, für Iserlohn momentan. Ja, und selbstverständlich, Mike, haben wir auch den guten Bond auf Iserlohn gepackt. Ja. Oder Iserlohn auf den Bond. Wir haben ja so viele, deswegen muss ich einmal kurz frech nachschauen. Ja, was schau mal frech ist. Nach. The King, the Tap of the Kings, oder was haben Sie gestern gesagt? King of the Taps, oder was? Zwar haben wir hier, ne? Ja, stimmt. Der Morgen stiebt nie. Ja, morgen geht's wieder weiter. Immer dran glauben. Der Homsi aus James Bond Bösewicht ist natürlich, könnte ich mir auch vorstellen, jetzt wo ich so sehe. Beide eigentlich. Das sind alles Hollywood-Stars. Guck dir das an. So. Der James, der isst ja eigentlich nie. Hast du schon mal James Bond in der Sendung essen sehen oder im Film? Aber trinken. Ich habe immer gesagt, ich habe auch immer gemeint, ich bin James Bond. Aber dann habe ich festgestellt, nach 45 Jahren, ich bin's nicht. Das ist richtig. Weder geschüttelt noch gerührt. Das war ein ganz schöner Schlag ins Gesicht für mich. Und bevor das Essen von Corby komplett kalt ist, wir wollen ja mit ihm Weihnachten feiern. Holzi möchte was fragen. Ja, wer hat denn das bestellt? Ja, da kommen wir zum Thema. Bitte. Bitte einmal... Nicht die Kamera zeigen, weißt du? Nicht das Logo, die Kamera. Illegale Werbung. Und wir haben sie nicht bestellt. So, wir kriegen auch Essen-Kredenz, denn die fabelhafte Amelie läuft ein und vielen Dank. Ich habe euer Besteck vergessen. Guck mal hier, Besteck brauchen wir noch. Das ist nur für die Deko. Nimm doch ein Glas mit und setz dich ein bisschen her zu uns. Ja, es sei denn, wir sind in einem, weiß ich nicht, mittelalterlichen Restaurant, da kann man das auch mal mit der Foto essen. Schönes Weihnachtsessen. Das ist super. Das ist genau das, was ich immer essen will. Was ist das, ein Schweinsbraten? Ist das ein Schweinsbraten? Das ist ein Schweinsbraten mit Bratensoße, Blaukraut und ein Kartoffelknödel. Hast du Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Also schön, dass ihr übrigens Essen habt. Ich trinke einfach weiter. Mike, was ist mit dir passiert? Hat man nicht vergessen. Genug zum Zehren und ich bleibe einfach beim Shampoos, das reicht. Keiner redet mit unserem Gast. Holzi, was hast du gekriegt? Jetzt darfst du aufmachen und schauen, was da drin ist. Also das andere haben wir auch bestellt, das Getränk für dich. Bringt mir jemand das Besteck oder muss ich mir das selber holen? Was viele nicht wissen, Holz sitzt eigentlich nebenan. Gehst du rüber zu ihm oder? Nee, musst du selber holen, tut uns leid. Also, aber zeig mal her, was du gekriegt hast. Ich glaube, ich hoffe, der Pavel schaut nicht zu. Okay. Weil? Hier einmal das. Oh. Kartoffeln. Ja. Kartoffeln in einfach längliche Form gepresst. Ja, genau. Und einmal das. Da ist doch auch Gemüse obendrauf, oder nicht? Ja, ich wollte eigentlich den Salat hier essen. Amelie, jetzt natürlich die Frage, warum kriegt unser Gast kein Weihnachtsessen, kein festliches? Was ist da passiert? Das habe ich auch noch. Ich habe mich wirklich sehr bemüht, in der Gegend irgendwas in die Richtung mit Knödel, Blaukraut und bayerisches Weihnachtsessen zu finden. Es gibt es durchaus in vereinzelten Restaurants, aber es scheint wohl nicht so die Lieferecke zu sein. Also, das ist ja eine 5 für dich. Pui, Teufel. Wow. So. 5 und setzen. Aber ich weiß nicht, was ist denn das? Ich habe das noch nie gesehen, sowas. Was ist das, fragt er? Das ist ein kleiner gemischter Salat. Das ist der Fastfood-Salat. Komm her, Armin, du Salat ist das. Oh ja, Armin. Ja, kenn ich gar nicht. Okay, Holzi, wo wohnst du da, dass es nicht mal in ein bayerisches Restaurant gibt? Das kannst du doch gar nicht, da kannst du doch nicht wohnen. Das ist doch schlecht ausgesucht von dir. Ja, damit das geht dich ja gar nichts an, wo ich wohne. Sehr gut. Ja. Endlich mal ein anderer, der ihn auch noch in die Schranken weist. Ja, Props für die Antwort. Das finde ich gut. Ja. Aber weil du schon ein paar... Nein, ich habe schon selber gemerkt, mit Liefern ist ein bisschen schwierig hier. Ja.
Aber weil wir ja auch. Aber es gibt ein bayerisches Restaurant oder österreichisches Restaurant, aber das ist zu weit weg. Die liefern auch, glaube ich, nicht leider. Ich war schon einmal dort, das ist ziemlich gut. Aber hättest du was gesagt, dann hättest du meinen Fahrer abholen können. Der steht eh draußen und lässt das Auto gerade laufen. Der wäre ja kurz hochgefahren. Der ist so drüber, der Typ, manchmal. Hätte ich das gewusst, dann hast du wieder nicht Bescheid gesagt. Das ist mein Fehler, da gebe ich dir recht. Aber ich hole mir jetzt ein gescheites Bier, weil, Entschuldigung, ich muss mir jetzt ein gescheites Bier holen, weil das kann ich nicht trinken. Also mit ja, allem ist okay. Respekt, nee, es ist gut. Kritik einfach aus. Da bin ich ja schon ein bisschen. Sei offen und ehrlich. Das ist natürlich unsere Chance. So, in der Zeit ist meine Chance, dir diesen Schweinsbraten hier auf deinen Teller zu hieven, weil bekanntermaßen esse ich ja nichts. So, Achtung. Sogar mit Kruste. Mit Kruste. Oh, Scheiße, jetzt habe ich auf den Studiotisch Oh nein. Also, na gut, Soße geht. Schieb doch mal rüber hier. Wenn es ums Bier geht, bin ich schon eigen. Hast du dein eigenes Bier mitgebracht? Was sagen die User eigentlich so? Hast du dein eigenes Bier mitgebracht? Auch ohne Logo. Euer Logo, sehr gut. Du hast es nicht im Überblick. Du bist nicht multitaskingfähig. Mönchbier. Sehr gut. In dem Sinne, Prost. Ja. Alle gemeinsam. Prost. Und wir haben natürlich, weil du einen Pavel schon angesprochen hast, ja, und wir gewusst haben, der findet das wahrscheinlich gar nicht so gut, dass du das isst, haben wir auch was für dich vorbereitet aus James Bond. Ja, jetzt pass auf. Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Das ist eine kleine Pistole, finde ich. Ja, aber guck mal, jetzt, ich meine, da passt du doch ganz gut drauf, finde ich. Das sieht schon stylisch aus. Und ich habe mir genau in dem Moment, wo du es gesagt hast. Ich mache den obersten Knopf auch nie zu. Das ist ja ein bisschen eng da bei mir. Ich habe mir gerade 3 Witze verkniffen, aber das mache ich nur für manche. Ich habe extra eine Vorlage gegeben. Ich weiß. Aber wie würde deine Frau das finden, wenn ich das sage? Ja, das weiß ich nicht. Du sollst nicht futtern, du sollst jetzt kurz auch mal gucken, was da geschrieben wird. Mhm. Und dann, Corby, glaubst oder glaubst nicht, wird es auch gleich noch echt sachlich. Corby, also ich darf jetzt auch was essen oder darf ja, man das essen? Essen. Oder das ist das Konzept dieser Sendung. Ich hebe es für dich auf, oder, Sascha? Ja, danke. Dann schaffe ich es ja in den nächsten Tag. Kommst ja nachher vorbei. Ja, jetzt so schmatzen wir natürlich ein bisschen. Aber nachdem ich ja aber nichts bekommen habe, wenn ihr wollt, kann ich das natürlich übernehmen, was hier die Fans auf YouTube so wollen. Grundsätzlich Frage an dich, Corby, einer F-Kin. Fragt, hast du schon einen Anruf von Toni Söderholm bezüglich der WM bekommen? Olympia. Olympia. WM, Olympia ist ja, Olympia. Das ist ja mehr oder minder hintereinander. Also vielleicht schon für beides. Langfristige Planung und so. Also jetzt so direkt, ich telefoniere eigentlich relativ oft mit Toni. Mhm. Also er ruft oft an und wir telefonieren. Ich habe jetzt letztes Mal mit ihm telefoniert, da ging es aber eher so um die so Kleinigkeiten um Olympia. Wir haben ja immer so Team Deutschland-Calls, gibt es da, wo es so ein paar Informationen gibt, wie das alles ablaufen würde mit Testen und Quarantäne und was weiß ich. Es gibt ja die wildesten Gerüchte bisher da draußen. Und dann gibt es immer so häppchenweise gibt es dann immer so ein bisschen Informationen vom DOSB, also vom Deutschen Sportbund. Und ja, aber so jetzt, ich habe jetzt noch, wenn das jetzt darauf anspielt, ob ich schon eine Zusage bekommen habe und dass ich dabei bin, kann ich dazu noch nichts sagen, weil ich es noch nicht weiß. Aber, ja, aber da musst du ja nicht was zu dir jetzt erstmal sagen. Ich habe gestern von der NHL was gelesen, das Statement. Das hat sich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, und ich hoffe es eigentlich nicht, aber es hat sich eigentlich nach einer Absage angehört, dass die bald kommt. Man muss dazu wissen, die NHL, glaube ich, hat momentan gestern, glaube ich, 6 Spiele verlegt. Ja. Insgesamt sind einige Teams raus. Da steht drin, dass in den nächsten Tagen definitiv schon kommuniziert wird, wie es weitergeht. Wenn ich jetzt das so einschätzen würde, würde ich sagen, es wird keine NHL-Spieler geben. Du bist ja lang genug drüben gewesen. Hast du Kontakt? Was sagen dir deine Quellen? Also ich weiß jetzt nichts Genaues von Jungs drüben, weil ich mit keinem so richtig bisher geredet habe. Aber ich gehe mal davon aus, ich sehe das genauso wie du. Ich gehe fast fest davon aus, dass sie nicht kommen. Was natürlich schade wäre. Aber ja, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Da geht es ja nicht nur um Geld, sondern es ist halt auch die große Frage Quarantäne. Wie gesagt, da gab es ja die wildesten Gerüchte mit, wenn du positiv testest, 3 bis 5 Wochen in Quarantäne in China. Ja. Und die NHL hat ja schon gesagt, wenn du da in Quarantäne musst und ausfällst, wirst du auch nicht gezahlt als Spieler. Deswegen sind viele Sachen. Und es ist ja nicht so, dass da jetzt die Spieler Nummer
vom Kaderstand 22, 21, 20 da nach Olympia fliegt, sondern das sind ja die Topstars der Mannschaften auch. Und da, wenn dir halt mal so ein McDavid oder auch bei uns der Leon oder egal welcher Spieler bei Team Kanada ausfällt, das sind ja Topspieler in den Vereinen. Und wenn dir da einer 3 bis 5 Wochen fehlt in der heißen Phase, wenn es auf die Playoffs zugeht, ist dann auf gut Deutsch gesagt scheiße. Deswegen glaube ich, dass da viele Spieler ein bisschen Respekt davor haben, da jetzt hinzufliegen. Und ja, es sind halt auch einfach noch so viele, ja, ich sag mal, undurchsichtige Sachen, wie das abläuft, wie die Bubble da aussehen wird, was die Spieler, glaube ich, noch ein bisschen vorsichtiger, beziehungsweise die PA und die NHL auch ein bisschen vorsichtiger werden lässt, in welche Richtung das geht. Aber ich denke mal, dass auch mit den Spielabsagen oder Spielverlegungen jetzt der Spielplan relativ eng gestrickt ist bei denen. Und ich habe gelesen, 19 von 32 Mannschaften haben Corona-Fälle mittlerweile da drüben. Das spielt auch nochmal eine Rolle, weil die Pause, die sie da machen würden für Olympia, wo willst du die Spiele nachholen? Und ja, wird dann schon alles ein bisschen schwierig. Ja, und vor allem, da hört man dann eben auch, dass genau dieser Kasus Knactus ist. Ne? Waren ja auch schon ein paar Sportler jetzt aktuell drüben, die in anderen Sportarten Weltcups absolviert haben und da knallhart sofort in Quarantäne geschickt werden. Wenn du da einen positiven Test hast, der sich auch am nächsten Tag vielleicht als negativ rausstellt, weil es vielleicht dann doch nicht so war, aber das ziehen die Chinesen knallhart durch. Also ich glaube, das ist genau das Problem. Und diese Idee, vielleicht Spieler auszufliegen und eine eigene Quarantäne zu machen, ich glaube, das ist genau der Kasus Knactus, ne? Dass die Chinesen auf das Thema gar keinen Bock haben und dementsprechend sieht das wirklich nicht so gut aus. Ganz kurz, Corby, weil Amelie ist ja noch da. Amelie, kannst du vielleicht schon mal gucken, was das Dessert macht? Gibt es das heute oder habt ihr das auch vorbereitet? Ich gucke, sehr genau. Weil ich bin so ein Süßer. Ich mache es frisch. Ich muss noch mal schnell in die Küche. Ich mache das schnell frisch für euch, wenn es in Ordnung ist. Ich nehme den Müll noch mit und dann, würde ich sagen. Sehr gut. Genau. Aber bitte mit Sojasamen. Noch mit. Ja. Soja, laktosefrei, alle Allergien. Bockstark. Sie ist sonst nie so nett. Ich habe mein Ohr verloren. Corby, aber weil hier auch Fragen dazu reinkommen, hier bei unserem YouTube-Kommentarleiste heißt das, ne? Kommentarleiste. Ich habe eine Fliege im Essen. Würdest du sagen, ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn die NHLer kommen für das deutsche Team? Ja, hey, was soll ich sagen? Ich glaube, wir holen Gold, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch mit NHLern die Mannschaft, wenn man unsere Mannschaft anschaut, die wir da zusammen bekommen hätten, wenn sie jetzt nicht kommen, mit der Art und Weise, wie wir mittlerweile Eishockey spielen, sage ich dir ganz ehrlich, warum nicht? Weißt, wir haben mittlerweile so einen ganz guten Anspruch, klar, muss viel passen, aber wenn du von hinten anfängst, sage ich mal im Tor, mit dem Grubi oder auch der Nerdy, also Niederberger, oder auch mit dem Felix bei uns jetzt in Mannheim oder auch der Strahli in Wolfsburg, hast ja Jungs, ich glaube in Deutschland gibt es in keiner Sportart ein Torwartproblem. Und im Eishockey speziell jetzt auch nicht. Also wie gesagt, der Grubi ist Weltklasse, da gibt es glaube ich keine zwei Meinungen. Da hast du den, hättest du den schon mal, hast natürlich mit dem Leon einen der Top-3 Spieler in der Liga. Der Timmy, Stütze Timmy, der Mo Seider, der eine überragende Saison bisher spielt, in Detroit, viel Eiszeit bekommt. Und dann hast du natürlich bei Team Deutschland auch viele Krieger, sage ich mal, dabei, die du auch brauchst. Und einfach mit dem Toni auch ein Trainer, man hat es bei der WM, glaube ich, ganz gut gesehen, der ein sehr, sehr gutes System spielen lässt, der jedem Spieler seine Rolle gibt, wo jeder Spieler seine Rolle auch annimmt. Dass der Trainer auch schafft, dass der Spieler seine Rolle annimmt. Und wir als Mannschaft eigentlich, das Wort Mannschaft, glaube ich, beschreibt ganz gut, einen riesen Faustpfand haben, was du bei den Mannschaften, die von drüben kommen oder die so zusammengewürfelt werden, kurz vor Turnierbeginn, wenn ich jetzt Team Kanada anschaue, ich glaube, die werden kein einziges Mal zusammen trainieren, vielleicht im Morningskate. Und dann hätten wir das erste Spiel gegen Kanada. Ich glaube, wenn du die Kanadier willst, dann im ersten Spiel, wenn die NHL kommt, klar, dass die natürlich unbestritten hohe Qualität haben, das braucht man nicht zweimal drüber diskutieren. Aber mittlerweile bin ich so weit, warum nicht? Warum willst du da nicht überraschen? Es ist nicht mehr so, dass wo 2010, wo ich dabei war in Vancouver, wo die Qualität auch da war, aber da hatten wir eine Reihe mit NHL-Spielern und die Kanadier hatten eine unfassbare Mannschaft, die Schweden hatten eine unfassbare, die hatten alle brutale Mannschaften.
Aber ich glaube, dass wir in der Tiefe mittlerweile bei Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt sind und die Jungs auch dran glauben, was das Wichtigste ist auch ist und im System halt einfach sehr, sehr diszipliniert spielen. Und damit kannst du jeden Gegner vor Probleme stellen, egal was der für eine Qualität hat. Dass natürlich trotzdem gegen Team Kanada alles passen muss oder gegen Team Russland oder so, ist auch klar. Aber ich glaube, dass man da jetzt nicht reingeht und sagt, okay, hoffentlich verlieren wir nicht zweistellig, sondern ich glaube, dass wir mittlerweile diese Selbstverständlichkeit haben, dass wir auch sagen, da spielen wir mit und wenn wir unser Ding durchziehen, haben wir auch eine Chance. Das ist schon brutal, ne? Wenn man so überlegt, 5, 6 Jahre zurück, 2015, was sich da getan hat und was das auf einmal für eine ganz andere Idee ist, die man, glaube ich, auch so als Spieler im Kopf hat. Ne? Also vielleicht auch ein Grund, durchaus immer weiter zu spielen. Wir hatten ja in der ersten Ausgabe Patrick Reimer da. Der hat ja jetzt auch eigentlich, dadurch, dass er eben nicht früh aufgehört hat oder noch nicht aufgehört hat, so in den letzten Jahren auf einmal noch extreme Erfolge. Also auch mit der Nationalmannschaft, diese Silbermedaille, die hättest du ja nicht gefeiert, wenn du nicht vielleicht das Gefühl gehabt hättest, dass, was du gerade angesprochen hast, es geht was. Es geht auf einmal nicht nur was, es geht vielleicht sogar richtig viel und es geht mehr und es geht eine Medaille und die geht vielleicht, wie du gerade ja auch so aggressiv richtigerweise sagst, die geht in allen Bereichen, also nicht nur, wenn da einer nicht kommt, sondern wir sind in der Lage, wirklich mit allen mitzuspielen und eben auch alle zu schlagen, was ja auch für die Nationalmannschaft auf Platz 5 momentan in der Weltrangliste spricht. Also das ist ja auch ein, wie soll ich sagen, Lust und Laune, vielleicht nicht nur nach Olympia, nach der WM aufzuhören. Du bleibst jetzt ewig Nationalspieler. Weil man weiß nicht, was mit 38 kommt, Corby. Ja, wer weiß, aber ich glaube, mit 38 kann ich mich dann nicht mehr so schnell auf dem Eis bewegen. Dann ist es vielleicht gescheiter, wenn ich aufhöre. Aber nein, du weißt es ja nie, aber klar. Es ist natürlich wie die Entwicklung vom deutschen Eishockey brutal und ich schaue jetzt die letzten zwei WMs an, wo ich dabei war, was wir da geleistet haben. Und was da jetzt auch für eine Qualität da ist, was der Leon da für einen Sprung gemacht hat in der NHL, was der Mo jetzt da veranstaltet da drüben, der Seider, der Timmy natürlich, mit dem Grubi hast du einen, der Top-Torhüter in der Liga. Da sind Leute da auch, der Nico Sturm, ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, aber spielt auch eine sehr, sehr gute Rolle da drüben bei Minnesota, macht da einen sehr, sehr guten Power-Vorwärtsmannschaft und hoffentlich, egal wer jetzt kommt, ob jetzt NHL kommt oder nicht, klar, ohne NHL ist das ganze Feld ein bisschen ausgeglichener. Aber wäre natürlich schön, wenn wir da dann nochmal irgendwas starten könnten und da vielleicht eine Überraschung schaffen. Witziger Kommentar von Armin, man muss Kanada nicht im ersten Spiel schlagen, sondern im letzten. Hat er natürlich recht. Aber wenn du sie im ersten schlägst, hast du schon mal einen guten Start ins Turnier. Im letzten Spiel wird es natürlich nochmal schwerer. Aber wenn das letzte Spiel das Finale heißt gegen Kanada und Deutschland mit Deutschland im Finale gegen Kanada im letzten Spiel, hat man auch 2018 gesehen gegen die Russen, wo jeder gemeint hat, die schießen Deutschland ab im Finale. Mhm. Wenn du ins Finale kommst, hast du immer eine Chance. Und dann spiele ich auch gerne im letzten Spiel gegen Kanada und dann sage ich, genauso kannst du ja auch im letzten Spiel schlagen. Lass uns mal kurz über die WM und das Erlebnis letztes Jahr sprechen. Das war ja sehr speziell. Wir haben uns davor getroffen, wir haben ja darüber gesprochen, hast du relativ klar gesagt gehabt, eigentlich wollen wir hier jeden schlagen. Du bist ins All-Star-Team gewählt worden mit Mo Seider gemeinsam, also beide Verteidiger aus Deutschland. Das ist auch was sehr Besonderes. Glückwunsch dazu nochmal. Das ist lange her, ich weiß. Es ist ja nicht wirklich so groß auftaucht, deswegen kann man es ruhig nochmal sagen. Wenn du jetzt so zurückschaust, ich weiß von vielen Spielern, dass die Bedingungen, die Quarantäne und die Art und Weise dieses Turniers sehr, sehr anstrengend war und zum Teil vielleicht sogar belastend war. Wenn du weißt, das Gleiche passiert jetzt bei Olympia vielleicht nochmal. Ist da eher die Vorfreude da oder sagst du, Ja, mal schauen. Also ich glaube, dass Olympia vielleicht ein bisschen in der Richtung entspannter ist, dass du eventuell die Möglichkeit hast, dass du auch andere Sportarten anschauen kannst. So bei der Weltmeisterschaft war es ja nur Eishockey und es war wirklich nur Eishockey, Eishockey, Eishockey. Und wenn du was machen wolltest, Freizeitaktivität, dann war es entweder im Mannschaftsraum und hast da FIFA gespielt oder Tischtennis oder Karten oder sonst irgendwas. Oder bist halt ins Eishockey gegangen, hast eine andere Nation, andere Spiele angeschaut. Bei Olympia haben wir hoffentlich die Möglichkeit, dass wir andere Sportarten anschauen. Und du hast ja einfach das Flair von Olympia, wird hoffentlich so gut wie möglich gegeben sein. Ich weiß, 2010 in Vancouver warst du auch die meiste Zeit im Dorf, im olympischen Dorf. Das war auch okay, das hat auch gepasst. Warst du auch ein bisschen so wie eingesperrt, klar konntest du natürlich raus, ganz leicht. Das wird jetzt in Peking nicht so sein, da bin ich ziemlich davon überzeugt. Aber
so was man jetzt gehört hat, dass es schon so sein wird, dass wir uns andere Sportarten anschauen dürfen, wenn diese Bubble mal etabliert ist, sage ich mal. Und das macht dann schon wieder den Flair von Olympia aus, deswegen freue ich mich da schon drauf, wenn ich dabei sein darf, dass das Olympia halt einfach ist und klar, nicht diese ganz, ganz extrem strenge Bubble in der Hinsicht, dass wir innerhalb des Dorfes halt vielleicht Möglichkeiten haben, die uns da andere Sachen noch ermöglichen. Vielleicht Olympia abschließend von mir. Das Ziel, egal wer kommt, ist gleich. Von deiner Sicht her ist es genauso wie bei der WM. Du fährst da nicht hin, um dabei zu sein, sondern eigentlich soll da was rauskommen dabei. Ja, bei Olympia heißt es ja immer, dabei sein ist alles. Aber klar, es ist auch ein Turnier. Und da gehe ich auch mit demselben Anspruch und derselben Einstellung hin, dass ich nicht zum Turnier fahre und sage, ich werde jetzt Siebter oder Sechster. Oder schau mal einfach mal, was passiert. Klar, will ich das Turnier gewinnen, sonst hast du auch diese, ich habe es ja damals bei der WM auch so gesagt, diese Galligkeit vielleicht nicht, diese letzten Prozent rauszukitzeln. Deswegen, warum nicht? Warum nicht reingehen und sagen, wir holen Gold oder das Maximum? Alles andere wäre, glaube ich, Schwachsinn, wenn wir sagen würden, ja, jetzt schauen wir mal, was passiert oder holen uns ein Blech oder keine Ahnung oder freuen uns über Peking. Aber klar, also wir fahren ins Turnier rein, wir fahren zu Olympia und da willst du natürlich auch gewinnen, sonst sehe ich es einfach ganz knallhart, so brauchst du auch nicht hinfahren. Das ist eine Aussage, genau so ist es. Das ist die richtige Sportler-Denke. Ich habe hier gerade eine Frage, die würde ich sofort stellen, aber um auch nochmal dann persönlich auf das zu kommen, warum du ja auch gerade die Zeit hast, hier bei uns beizuwohnen, bei unserer heimeligen Weihnachtsfeier von Wohnzimmer zu Studio. Du bist ja aktuell noch ein Stück weit verletzt. Wie sieht's da aus? Wie geht's dir? Wann bist du back on ice? Und wie ist der Stand der Dinge? Ja, soweit eigentlich ganz gut. Die OP ist eigentlich gut verlaufen. Arzt war sehr zufrieden. Wundheilung auch alles gut. Soweit war jetzt gestern und heute das erste Mal auf dem Eis. So ganz, ganz leicht. Ganz alleine auch. Einfach mal wieder so das Gefühl bekommen fürs Schlittschuhlaufen. In die Bewegung reinzugehen. Da muss man einfach schauen. Also es ist täglich eigentlich besser. Ich merke es natürlich schon noch. Es gibt so ein paar Problemzonen außenrum auch um die Narbe, die mich heute ein bisschen, ich sag's mal ganz salopp, angepisst haben. Aber das gehört auch dazu. Und ich bin auf jeden Fall im Aufbautraining. Und natürlich hoffe ich, dass ich so schnell wie möglich wieder richtig auf dem Eis stehen kann. Jetzt schauen wir mal, wie es morgen dann geht. Also Die Verletzung reagiert eigentlich ganz gut auf Belastung, deswegen kann ich eigentlich täglich steigern. Aber ja, ich bin dann schon ein bisschen ungeduldiger Mensch und dann geht es mir manchmal nicht schnell genug. Aber ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, haben wir ja auch gerade vorher gehört. Und deswegen muss man da vielleicht auch mal ein bisschen runterschrauben und einfach einen oder anderen Tag mehr sich nehmen. Aber ich bin guter Dinge, dass ich hoffentlich bis Ende des Jahres spätestens wieder dann eingreifen kann. Jetzt hast du in der NHL gespielt, letztes Jahr warst du in der KHL, jetzt bist du beim Pavel in Mannheim. Wer trainiert am härtesten, wo du warst? Ist das Training in Russland härter oder jetzt in Mannheim beim Pavel Groß? Ja, was heißt härter? Es ist anders einfach. Ich glaube, in Russland war das Training eigentlich, wir hatten einen nordamerikanischen Coach, in meiner Zeit dort. Das Training an sich war okay. Ich weiß aber noch, die eine Woche, wo ich dann auch Corona hatte, haben wir relativ hart trainiert. Da haben die russischen Trainer dann mal übernommen, also die Assistenztrainer durften dann mal die Woche übernehmen. Und das war schon nicht so ohne, sage ich mal. Also da war dann schon mit Fallschirm auf dem Eis Rundenlaufen und so und solche Sachen. Das hat dann weniger Spaß gemacht. Das war schon hart. Aber beim Pavel, ich sage, das Training ist fordernd natürlich, speziell in der Vorbereitung. Ist auch okay und muss auch so sein. Aber im Großen und Ganzen hält sich es eigentlich in Grenzen. Es ist immer klar, die Masse macht es auch natürlich auch. Aber es ist im Großen und Ganzen eigentlich jetzt auch okay soweit. Das passt schon. Kam eben noch eine Frage rein, Corby, auch wenn wir jetzt thematisch springen, aber ich glaube, das ist nicht so wild. Wenn du dann wieder back on ice bist und natürlich auch in Mannheim in Amt und Würden,
und deine Rolle spielst, wie du sie spielen willst. Hier fragt Hans-Peter, wie ist deine Rolle in Mannheim und auch vielleicht im Vergleich zur Nationalmannschaft, Unterschiede? Ja, ich denke, dass meine Rolle in Mannheim schon eine Führungsrolle ist, klar. Den Anspruch habe ich auch an mich selber, dass ich das ausfüllen will und dass ich da vorne weggehen will, auch in der Kabine oder auch auf dem Eis natürlich in erster Linie und auch ein bisschen so in der Kabine auch mal Sachen ansprechen will, die vielleicht auch ein bisschen unangenehm sind, aber auch natürlich Sachen ansprechen will, um die Jungs zu motivieren oder verschiedene Sachen, die ich auch aus meiner Erfahrung dann mit reinbringen kann. Ich habe da natürlich schon eine große Rolle eigentlich, auch aufgrund meiner Vita der letzten Jahre, wo ich halt unterwegs war. Auch mit den jungen Spielern versuche ich viel zu helfen, soweit wie es geht. Ich habe ja auch die meiste Zeit jetzt heuer mit dem Aki gespielt, der auch bei U20 jetzt dabei ist. Und versuche da natürlich so viel wie möglich weiterzugeben. Und bei der Nationalmannschaft ist es eigentlich ähnlich. Also der Toni hat da eine Rolle für mich vorgesehen, die ich sehr, sehr gerne ausfülle, die ich auch gerne ausfüllen will, wenn ich zur Nationalmannschaft komme. Und ich denke, dass mir es auch Spaß macht und du dann natürlich auch an den Aufgaben wächst. Ich natürlich mit 33 auch immer nie ausgelernt habe, aus meiner Sicht. Ich auch noch viel lernen kann, auch von jungen Spielern noch lernen kann und auch gerne lernen will und auch neue Sachen erfahren will. Und ja, ich glaube, dass ich die Rollen eigentlich in Mannheim und in der Nationalmannschaft schon sehr, sehr ähnlich sind. Aber ja, ich mit beiden Rollen sehr, sehr glücklich bin und die gerne ausfülle und wie gesagt auch den Anspruch habe, die auszufüllen und da vorne wegzugehen. Ein paar Fragen noch, vielleicht kurz insgesamt. Ihr hattet ja Corona in Mannheim, habt weitergespielt, habt einen kurzen Kader gehabt, seid dann wirklich in Probleme reingeschlittert, jetzt seid ihr wieder rauskommen. Siehst du das so, dass ihr rauskommen seid und warum haben sich die Probleme vielleicht insgesamt in der Mannschaft, dass sie mal eine Zeit lang wirklich nicht gepunktet haben, so lang gehalten aus deiner Sicht? Ja, man muss ja dazu sagen, dass wir seit Anfang an von der Saison eigentlich schon brutale Verletzungsprobleme haben. Also immer wieder mal, also ich glaube, wir waren noch kein einziges Spiel komplett, außer das allererste Spiel in der Vorbereitung. Nicht mal da, weil da war der Wolfi noch nicht da. Aber wir laufen ja wirklich von, einer kommt zurück, wir haben wirklich so eine Drehtür fast bei uns. Ein Verletzter kommt zurück, der andere geht durch die andere Seite wieder raus. Was dann schon das Ganze ein bisschen schwierig macht, dass du deinen Rhythmus findest. Ich glaube, am Anfang haben wir einen sehr, sehr guten Job gemacht, sind da sehr, sehr gut in die Saison gekommen. Dann kam, wie du sagst, die Pause. Und halt eben in der Pause Corona, vielleicht wäre es besser gewesen, es wäre eine Woche vor der Pause gekommen, dann hätte man die Pause gehabt und wäre nach der Pause wieder vollständig zurück gewesen. Ich glaube, was halt so ein bisschen das Problem war und auch ist noch, was man auch dazu sagen muss, die Jungs, die Corona hatten und jetzt zurückgekommen sind, das geht halt einfach nicht von 0 auf 100 so leicht, dass du da wieder deine volle Leistung abrufen kannst. Du brauchst halt einfach die gewisse Zeit, weil diese 2 Wochen Quarantäne, dann die Woche noch dieses Return to Play, bist eigentlich 3 Wochen komplett raus und darfst eigentlich nichts machen daheim. Ja. Weder Fahrradfahren noch sonstige Belastungen, wenn du ein Symptom hast, sowieso nicht. Deswegen brauchst du da einfach eine gewisse Zeit, bis du wieder drin bist, auf dem Level, dass du direkt wieder in den Spielbetrieb einsteigst. Und auch die verletzten Spieler, die zurückgekommen sind, brauchen natürlich Zeit. Wenn man Wolfi zum Beispiel anschaut, der war ewig lang raus, ich glaube 6 Monate oder so. Der braucht halt einfach seine Zeit, die Zeit muss man auch dann den Leuten geben und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite die Gruppe, die Jungs, die die Spiele gemacht haben in dieser Corona-Zeit mit diesem dünnen Kader, die teilweise 25 Minuten Eiszeit hatten als Stürmer, werden da teilweise 2,5 rein, da hast du die Reiserei noch dazu, dann kam die Champions League noch dazu, wo du nach Volunda musst, da waren schon ziemlich viele Spiele und ja, das gibt sich jetzt gerade so ein bisschen die Klinke in die Hand. Die einen kommen zurück, sind noch nicht so 100% und die anderen, die gespielt haben, kämpfen jetzt auch gerade so, weil sie natürlich viel, viel geleistet haben und viel aufs Eis gebracht haben. Und da ist die mentale Seite auch ein großer Faktor, glaube ich. Und die 2 Sachen spielen gerade so ein bisschen zusammen, dass wir ein bisschen dieses Loch hatten und hoffentlich jetzt mit den 2 Spielen am Wochenende wieder so einen Turnaround geschafft haben und ja, wieder in die richtige Richtung unterwegs sind. Wir haben gut gezerrt, sage ich mal, an dem starken Start von der Saison, dass wir noch ganz gut im Spiel dabei sind, sage ich mal, vorne.
Aber klar, jetzt wird es dann wieder Zeit, dass die Mannschaft sich findet und die Jungs haben wieder mit dem Kader, was wir haben, auch die Qualität aufs Eis bringen. Und das hoffentlich, wie gesagt, haben wir es geschafft mit den zwei Spielen jetzt am Wochenende, dass wir den Turnaround da geschafft haben und jetzt wieder so marschieren, wie wir es vor den Corona-Erkrankungen hatten. Ja. Holzi, zwei kurze Sachen vielleicht noch, weil das ja auch für uns hier heute so eine Art Jahresabschlussfeier ist. Also Weihnachtsfeier mit gutem Essen, wie du festgestellt hast, mit weniger gutem Bier. Aber was ist vielleicht so, wenn du nochmal zurückblickst, dein ja, schönstes sportliches Erlebnis vielleicht im Jahr 2021, in einem erneut schwierigen Jahr 2021? Ja, also ich glaube, da sticht bei mir eigentlich ganz klar die WM raus. Eigentlich von mit Vorbereitung dazu bis zum letzten Tag. Klar ist die Enttäuschung immer noch irgendwo groß, dass wir da, ich will gar nicht über das Spiel um Platz 3 reden, weil es war, da brauchen wir nicht mehr drüber reden, das ist passiert. War natürlich nicht ideal, aber ich glaube, nach dem Halbfinale irgendwo auch kann man das vielleicht auch nachvollziehen. Aber das Halbfinale, auch mit der Enttäuschung, die wir da hatten nach dem Spiel, trotzdem, das Turnier war unglaublich, die ganze Vorbereitung war unglaublich. Wir hatten eine unglaubliche Mannschaft zusammen, nicht nur von der Qualität her, sondern einfach von den Jungs her, von den Charakteren. Und was auch ganz, ganz wichtig war, war einfach der Staff außenrum. Also angefangen von den Betreuern, über Coaching natürlich, der Kühni als Sportdirektor, Horst Fuchs kann man da, muss man da nennen, der Teamleiter bei uns ist in der Nationalmannschaft, der ist unglaublich, alles managt, wirklich alles macht und den Laden da wirklich auf Vordermann hat, bringt und auch hält und alles. Auch der Host oder die Host, die wir hatten, jede Mannschaft kriegt ja so einen Host aus dem Land oder aus der Stadt. Die hat auch extrem viel dazu beigetragen, war auch sofort Teil der Mannschaft. Und das war, glaube ich, auch so das Schönste, das zu sehen, auch trotz der widrigen Umstände, die wir da hatten mit dieser Quarantäne und so, wie die Mannschaft zusammengewachsen ist und wie die Mannschaft zusammengehalten hat. Das war auch in der Vorbereitung schon zu sehen. Ich bin zuerst der zweiten Woche dazugekommen, aber die Jungs, die ausgeschieden sind, wo dann neue Jungs nachkamen, die haben einen unglaublichen Job gemacht in der Zeit, wo sie da waren. Jeder hat sofort sich eingefügt, jeder hat sofort seine Rolle angenommen und jeder war einfach stolz drauf und einfach auch glücklich, bei der Nationalmannschaft dabei zu sein. Und das hat man, glaube ich, auf dem Eis auch gesehen, dann nicht nur in der Vorbereitung, sondern eben dann speziell bei der Weltmeisterschaft, wie jeder für jeden gekämpft hat und wie wir diese Widrigkeiten, die da waren, ohne Zuschauer, ohne, ja, ohne Außenleben, sage ich mal, was die WM ja auch irgendwo ausmacht. Ihr wart ja selber schon mal bei einer WM dabei, also dort als Kommentatoren. Und das Außenrumleben ist ja auch sowas, was die WM da ausmacht, sage ich mal, dass du rausgehst, dass du diese Fanmeile siehst, dass du das hast, die Zuschauer einfach bunt gemischt sind. Und da haben wir einfach einen unglaublichen Job gemacht, hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich weiß noch, wie jeder danach in die Vereine gegangen ist und ja, einfach schon wieder am nächsten Tag heiß war, dass es weitergeht und ja, das war schon echt eine schöne Erfahrung. Ganz kurz, Sesh, was war dein schönstes sportliches Erlebnis 2021? Du hast, glaube ich, angedeutet, dass du mir die Frage stellen wirst, ne? Und ich habe natürlich nicht drüber... Lass mich kurz überlegen, ich muss meine Schmerzen sammeln. Hast du nicht überlegt? Nee. Weiß ja nicht. Nee. Mein schönstes sportliches Erlebnis. Doch kann ich dir sagen, ich habe mich gefreut, dass ich beim Davis Cup mal zugeschaut habe. Stimmt. Ja, ich habe da ein bisschen gearbeitet und das war cool, weil ich ja großer Tennisfan bekanntermaßen bin. Und das hat mir gefehlt noch in meiner Bucketlist, wenn man so will. Arbeit in der Natur und das ist cool, wenn man da mal einen Strich dran macht und sagt, okay, war ich auch mal dabei. Das war ein cooles Erlebnis. Sehr schön. Gibt es was, Mike, du hast auch ein schönes sportliches Erlebnis, wo du sagst? Tatsächlich Eishockey-WM. Ja. Also da... Ja. War, glaube ich, habe ich ein paar Nachbarn durchaus wachgeschrien. Mhm. Wieso, wann schlafen die denn? Ja, Mittagsschlaf und so, das weiß man ja nie. Kleine Kinder im Haus. Kleine Kinder wachschreien ist dein Hobby, gell? Ja, grundsätzlich. DEL-Finale, also es war schon schön was los, ne? Fußball-EM lassen wir jetzt mal raus. Fußball interessiert keinen. Ja. Ah, also ich finde auch, also insbesondere die Eishockey-WM, das Spiel gegen Kanada war also es war wirklich Wahnsinns-Fight und dann auch die Schweiz, das waren schon zwei tolle Spiele. Eigentlich muss ich auch sagen, was mich brutal wirklich berührt hat, war damals am 9.9. das Eröffnungsspiel in der DEL in Berlin.
wie ich war und wo es erstmal wieder Fans drin waren. Boah, da hast du dich ja tagelang nicht eingekriegt. Ja, tatsächlich. Also es war wirklich, das war wirklich ein Erlebnis wieder, wo eigentlich die Leidenschaft für Eishockey wieder neu aufgeblüht ist bei mir selber, muss ich sagen. Also das war schon was, das, wo ich definitiv mitgenommen habe, die Fans, und mir gehen sie auch jetzt schon wieder ab, wenn sie nicht in der Arena sind. Vielleicht zum Abschluss noch eins. Gibt es was, Corby, wo du sagst, 2021, da hat es auch was Schönes Persönliches gegeben. Was nimmst du persönlich mit vielleicht aus diesem Jahr 2021 ganz kurz? Ja, ich glaube, dass ich immer dankbar bin, dass ich gesund bin soweit. Klar hast du immer irgendwo Sachen, die nicht so laufen, aber im Großen und Ganzen bin ich froh, dass ich gesund bin, dass meine Familie gesund ist. Und das sind so die Hauptsachen für mich persönlich, sage ich mal, abseits vom Eis. Der Rest ergibt sich einfach irgendwo, sage ich mal. Ich genieße das Leben so gut, wie es geht. Klar, es ist natürlich immer schwierig und auch nicht jeden Tag leicht. Ich glaube, jeder weiß es nachzuvollziehen oder jeder erlebt es ja selber jeden Tag mit dem, mit dem ganzen Zeug, was hier bei uns seit Jahren jetzt schon unterwegs ist. Und ist natürlich nicht immer leicht, aber ich glaube trotzdem, dass uns das immer noch sehr, sehr gut geht. Und klar, wie gesagt, Gesundheit ist das Wichtigste und ich hoffe, dass natürlich jeder auch gesund bleibt und so weit wie es geht und der Rest ist dann nicht mehr ganz so viel wert. Und, ja, aber vielleicht ist ja auch noch wichtig, am Abend wie heute ein Löwensieg. Wie steht's? Du guckst ja sowieso die ganze Zeit auf. Kann ich sagen, 7 Minuten noch 3-0. So. Also nicht 0-3, sondern 3-0, ja? Okay. Ja, gut. Ich gehe immer davon aus, für mich ist immer 60 der erstgenannte Verein, egal ob die jetzt auswärts oder zu Hause spielen. Das steht natürlich 3-0 für 60. Das ist ja klar. So ist es. Das wollte ich nur checken, ob du weißt, ob die auch zu Hause spielen oder auswärts spielen haben. Genau so ist es. Sehr gut. Ja. Sehr schön. Corby, ein Bild wollte ich dir noch zeigen, weil wir da gleich drauf kommen. Und wir haben uns natürlich auch immer bei Insta rumgetrieben. Und das war, ich glaube, sogar der letzte Post von dir auf Instagram. Ach, guck mal, der Buhr. Wie lieb. Guck mal. Also schau mal, wie zwielerig ich das schaue. Hey. Da muss man dazu sagen, wenn du jetzt mit meiner Mama redest, die würde das bestätigen. Ich habe als Kind, es gibt bestimmt mehrere Leute, die das bestätigen und auch selber wahrscheinlich erlebt haben, aber ich habe als Kind Fotos gehasst. Und ich glaube, wenn ein Foto das widerspiegelt, dann das. Hat sich das der geändert? Der Blick in die Kamera ungefähr, ich glaube, da war ich wahrscheinlich gerade wieder einen Hut runterziehen in die Augen. Also meine Eltern haben immer zu mir gesagt, es ist unglaublich schwer, dich zu fotografieren, weil du immer entweder wegschaust, wegläufst oder auf die Kamera stürmst. Und ich glaube, man sieht es im Blick, dass ich da ein bisschen angepisst bin. Wie alt bist du da ungefähr? Was ist das so? Ach so, 8. Brutale Schuhe habe ich da an. Ja, ich hätte so gesagt 6, 7. Sechs hätte ich auch gesagt. Bin ich gerade wahrscheinlich, war ich gerade wieder auf dem Braneck oben vielleicht. Allein. Allein. Klar, alleine. Die heimischen Hügel, genau. Das ist sehr schön, Holzi. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, und falls irgendeine Reklamation kommt wegen des Essens, seitens der Mannschaft oder seitens des Coaches im Geheimdienst Ihrer Majestät, dann sagst du uns Bescheid. Wir sind für dieses Ernährungsproblem verantwortlich. Aber ich glaube, das ist eigentlich das Beste, was man in einer Phase, wo man nicht spielt, haben kann. Das ist ja Soul Food sozusagen. Also, du möchtest mir sagen, dass das beste Schnitzel mit Pommes ist. Jetzt stell dir vor, es hätte noch Cola dazu gegeben. Und was hätte der Herr gesagt? Das war kein Standbild. Es war ein Stare-Down. Der Hans würde mich jetzt so am Ohr ziehen wahrscheinlich und zum Kühlschrank und dann müsste ich mir Müsli machen. So. Und das machen wir nicht mit dir. Wir lassen dich jetzt in den Abend einfach so. Aber du kannst ja dein Porridge jetzt gleich nochmal einweichen für morgen früh dann. Dann ist wieder alles in Ordnung. Ja. Morgen ist Dienstag. Dienstag ist meistens immer am Anfang der Woche Dienstag ist Dienst. Montag ist Dienst. Ja, Dienstag ist Dienstag, aber am Anfang, also ich sag mal am Anfang unserer Woche, weil Montag ist immer der freie Tag normalerweise, wenn Freitag, Sonntag Spiel ist. Ich glaube, dass morgen Einwiegen ist. Deswegen darf ich, glaube ich, nur ein Schnitzel essen von denen zwei, die da drin sind. Einwiegen, da sind wir wieder. Stare-Down, Einwiegen, sehr gut. Holzi, vielen Dank. Beste Grüße und vor allem natürlich eine entspannte und geschmeidige Weihnachtszeit. Dankeschön, euch auch. Hat Spaß gemacht. Frohe Weihnachten an alle anderen
die zuschauen und natürlich auch im anderen Zimmer. Und falls du noch, falls du Kugeln hast für unseren Weihnachtsbaum, kannst du gerne hier zu uns ins Studio schicken. Das wäre großartig, weil unsere Tanne sieht ein bisschen trist aus. Also da braucht man nachher. Die hast du ja von daheim mitgebracht, oder? Hast du die aus dem Garten rausgeschnitten, oder? So, dem fremden Garten, im Nachbarsgarten hat er es rausgeschnitten, aber das lassen wir jetzt gut. Goldi, Entschuldigung, das muss ich jetzt noch fragen. Ich habe das am Anfang wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber was hast du mit deinen Socken gemacht, bitte? Was ich mit meinen Socken gemacht habe? Wieso hast du diese über die Hose gezogen? Ja, ich habe das gesehen bei coolen Leuten. Ich hänge ja hier mit so Medienfuzzis rum, ja. Und dann kommen die in der Früh rein, haben sie so große Parkas und haben so Joggingklamotten an, unten drunter, ja. Und dann habe ich auch die Socken so drüber gezogen, weil ich mir gedacht gehabt habe, ah, das zieht man so drüber, läuft so rum. Und so, weißt du, so 2021 hat mich eins gelehrt, diese ganzen Homeoffice-Calls, da musst du oben ein bisschen duschen und gut ausschauen, was Schönes anziehen und unten drunter sitzt du mit der Unterhose, weil er gesagt mit der Jogginghose da und dann machst du das und dann holst du halt irgendwas. Und so habe ich mir gedacht gehabt, mache ich das heute auch, es fällt nicht auf, aber dann ist mir aufgefallen, ich musste ja irgendwann mal das Säckchen zum Anstoßen holen. Mhm. Hut ab vor diesen Menschen. Ja, dass du das gesehen hast, muss ich sagen, Hut ab. Aber schön. Naja, mir fällt alles auf. Ja. Ich habe das gleich am Anfang schon gesehen, wo du da Vollbild warst. Da habe ich gedacht, wie läuft denn der rum? Aber merkst du schon? Männer mit Style fängt das auf, fällt das auf. Stylomaten-mäßig, wie ich zugelegt habe, merkst du schon selber auch ein bisschen, oder? Ja, hat sich aber schon auch ein bisschen, ne? Also muss man dir lassen. Ich glaube, der Toni hat auf dich auch einen guten Einfluss vielleicht. Wenn du öfter mal mit dem redest, meine Interviews, ich glaube... Toni hat auch einen guten Style eigentlich. Toni hat einen guten Style, das stimmt. Ja. Und jetzt ernsthaft eine Geschichte, die stimmt wirklich. Vor 2 Wochen war ich in der Nähe von Stuttgart, da gibt es eine große deutsche Bekleidungsfirma. Die wollten mich einkleiden und dann war ich da vor Ort und habe diese Sachen anprobiert. Und das ist jetzt kein Gag. Die wollten mich einkleiden, richtiges Wording beachten, Achtung. Ich habe die Sachen anprobiert und dann waren die ganzen neuen Anzüge waren vorne mit so einem Bändchen. Und dann habe ich zu denen gesagt, was soll denn das? Also das ist ja wie Jogginghose. Da haben sie gesagt, ja, das hat sich alles verändert. Diese klassischen Anzüge gibt es so nicht mehr, sondern das ist alles so wie eine Jogginghose eigentlich, aber wie Anzüge geschnitten. Und da bin ich da gestanden, da bin ich nicht damit zurechtgekommen. Da bin ich wieder gegangen. Er muss halt mal mit der Zeit gehen. Ja, habe ich nicht meine geschafft. Meine Güte. Das konnte ich nicht. Das habe ich nicht geschafft. Ah, diese alten Typen, die immer auf der Stelle treten und denken, früher war alles besser. Sagt der, die Dinger hat. Au! Wir hatten sowas heutzutage noch an. Ja, das ist mal fetter Style, Digga. Aber gut, das ist doch nicht unser Problem. Ich habe auch welche daheim. So, kannst du gerne in der GQ mal nachgucken. Ja, das ist zum Beispiel, du kannst sowas lesen und kannst zwischendurch aber auch mal die GQ lesen. Da weißt du Bescheid, was so abgeht in der Modewelt. So, haben wir das auch noch eingeordnet. Wichtig für mich zum Abschluss. Homeoffice-Style gelebt im letzten Bild. So, 3-0, Corby ist glücklich, nicht über die Zeit mit uns, aber immerhin über das Ergebnis der Löwen. Corby, vielen Dank, beste Grüße, Mario. Freue mich, danke dir, ciao. Gut. Gute Besserung. Bleib gesund, ciao, frohe Weihnachten. Ciao. Ciao. So. Ach, und Corby, es ist immer schön zu reden. So. Ach so, ich dachte, er ist noch ein bisschen weg. Hätte er gerade nicht hören sollen. Gerade lästern. Ja. So, also es ist tatsächlich immer schön, eigentlich mit ihm zu reden. Was machst du jetzt? Ist übrigens, fällt mir gerade ein, ja. Es ist, glaube ich, der Gast, bei Wetten, das wurde ja auch immer so, weißt du, gezählt, welcher Gast am häufigsten da war. Das war ja Peter Maffay, glaube ich, in 36 Jahren Wetten, das. Und bei uns ist, glaube ich, jetzt der All-Time-Guest ist, glaube ich, jetzt wirklich Corby Holzer. Ja. Wie oft? 3, ich meine, der wäre zum 3. Mal jetzt dabei gewesen. Ziemlich sicher. Auch im Podcast, wir hatten ihn, als er nach Russland gegangen ist. Wir haben ja erst die zweite Sendung. Mann, Depp. So, wir wollen das gute Stück doch noch loswerden hier. Das wollen wir quitt werden. Idol und Boosters. Der Kult-Hoodie, jetzt schon. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir haben ja gerade schon ein cooles Bild gesehen von Corby Holzer aus Kindeszeiten. Lang, lang ist es her. Und wir haben mal ein paar rausgekramt. Und jetzt ist die Frage... Welches du mir zuerst zeigst, ich habe das ja netterweise von so ein paar Menschen zugespielt bekommen, ja. Ein paar Quellen angezapft. Zeig mir doch mal das Bild. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es schwer mache für die Leute da draußen oder du leicht. Was zugespielt bekommen? Ich will es erst mal leicht machen. Fangen wir damit mal an. Machen. So, who the hell is that? Wer könnte das sein? Goldi, du weißt das glaube ich auch nicht, oder? Eigentlich haben wir versucht, es an dir vorbeizuschmuggeln. So, Leute, das ist aber jetzt noch nicht die Aufgabe für den Hoodie, aber ihr könnt natürlich trotzdem mitraten. Hast du eine Idee? Auch ein
Nationalspieler, der bei der ersten WM, wo ich bei der zweiten WM dabei war, also 2011, habe ich noch gut im Blick, fällt mir gerade ein, da habe ich auch ein längeres Interview mit ihm gemacht. Ich kann jetzt eins nicht verraten, ist momentan Co-Trainer. Das Suizi. Nee, aber es geht schon in die richtige Richtung, weil nicht mehr aktiv, ja. Nicht mehr aktiv. Der Schubi ist es. Sehr so, gut, Christoph Schubert. Ich wollte gerade sagen, ab und zu sagt er auch was als Experte im Fernsehen. Stimmt, der hat Christoph der hat Schubert. Lustigerweise, was ist heute? Wie, was ist heute? Montag. Ja, richtig. Ja. Der hat sich gestern gemeldet mit einem lustigen Bild. Grüße, Schubi. Beste Grüße. Lieben Dank. Hat das auch ganz spontan gemacht. Habe ich ihm heute, habe ich ihm auf die Mail gelabert. Dass er das hingekriegt hat, technisch wundert mich jetzt, weil er hat es. Kurz beim Spaziergang mit dem Hund habe ich das heute Morgen gemacht. Ich sage, Schubi, ich brauche mal ein Bild von dir aus Kindeszeiten. Oh, schau mal, wie es da einschlägt. Die waren schnell hier alle. Schubi, 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 einer Tiffes. Das ist richtig gut, aber. Also, ja, klar, ja, kann man sowas Tiffes immer sehen, aber ich finde das dann. Wir haben ja ein Magenta Sport Fußball-Meeting gehabt vor kurzem. Ja. Und da haben wir auch so eine Art Spiel gemacht und du musstest Fußballspieler ja, im Babyalter oder was auch immer erkennen. Ich hatte keine Chance. Ich krieg sowas nicht hin. Also ich sehe das nicht in den Menschen, wer kann das sein Fahrer könnte. Kann mein Fahrer noch, ne? Warten? Ja. Ich bleib so, zweites Bild und ja. Danach kommen wir zum Hoodie-Verlosung. So, wer ist das? Da würde ich sagen, das wäre den Hoodie wert, weil das ist natürlich bockschwer. Bockschwer. Stefan Richer. So, und jetzt würde ich sagen. Von den Augen ist es Stefan Richer. Ja, das ist ganz gut. Hat auch schon so ein bisschen. Was wolltest du sagen? Das Gesicht, so ja. Wie er ausschaut. Ich sage als Tipp, mal gucken, ob da jetzt schon was kommt. Also jetzt kann auch keiner kommen. Also wer das jetzt raushaut direkt, dann sage ich: Stopp. Ihr seid Maschinen. Wir warten erstmal ab, was hier reinkommt. Das Weihnachtsrätsel. Die Eishockey-Show. Ich kann mal so, wer hat so braune Augen? Ich sage euch einen Tipp. Dieser aktuelle Spieler. Richer, schreibt einer auch sofort? Nee, dieser aktuelle Spieler. Aktueller Spieler ist aktueller Spieler ist in Dresden geboren. Elis schreibt jemand? Nee. Dieser aktuelle Spieler ist Verteidiger. Das ist doch nicht der Mo. Der Mo ist auch nicht in Dresden geboren. Das ist richtig. Ist auch nicht der Mo. Ja. Novak. Hans-Peter sagt als erster Novak. Das ist stark. Es ist Marco Novak. Ich wollte gerade sagen, auch noch Verteidiger und Nationalspieler. Also bockstark. Der Novi. Hans-Peter ist Hans-Peter, der ist Hans-Peter Novak oder was? Ist der Onkel? Oder? Das gibt's doch nicht. Jetzt kommen alle mit Novak. Ja. Okay. So, Hans-Peter hat's gewonnen. Ja, nee, Hans-Peter hat es noch nicht gewonnen. Hans-Peter hat es noch nicht gewonnen, weil jetzt kommt. Ach, jetzt. Hans-Peter hat das Pulver nicht zu früh verschießen, aber. Ja. Respekt. Ja. Jetzt geht's los. Jetzt geht's um unseren Iserlohn Husters Hoodie. Ich dachte, man ist gerade gegangen. Nein. Ich habe doch gesagt, wir spielen das jetzt Hans-Peter, an. Hans-Peter, du hast auch was gewonnen. Komm, ich sitze die ganze Zeit schon auf so einem ollen Pulli drauf, weil mir der Hintern wehtut. Ich war gestern Skifahren. Da, du kriegst den hier. Team Rudolf, Hans-Peter. Schreib an Magenta Sport und wir schicken diesen schon tollen Pulli zu. Ja, per Nachname. Hey, ehrlich, so, aber jetzt kurzer Trommelwirbel, weil jetzt geht es wirklich um das Präsent hier. Und jetzt das ist immer wichtig, dass wir noch nicht sehen. Das wird jetzt der Highlight. Ja. Ich muss das hier. Du musst das jetzt notariell beglaubigen. Alles klar. Ja? Opa. Du bist unser Notar. Ja. Du hast so, ja gar nichts zu trinken. Halt doch jetzt die Goschen. Letzte Rätsel. Mike, hau das letzte Rätsel raus. Und jetzt müssen wir aber natürlich sofort drauf schauen, weil ich könnte mir vorstellen, das geht verdammt schnell. Ich könnte mir vorstellen, wer ist das? So, Leute. Ich gebe keine Tipps erstmal. Rudi Carrell. Klappe, du reizt nicht mit, weil das ist machen der, nur unsere. Wie heißt der mit dem Hund durch Österreich wandert und singt? Hansi Hinterseher. Ja, Hansi Hinterseher ist es. Ist auch schön. Vielleicht ist es auch ein Carpendale. Da ist auf jeden Fall ein bisschen ein Carpendale. Don Jackson. Don Jackson, Goldmann, Bartha. Nein, alles nicht richtig. Wer holt sich du Trommelwirbel? Du musst Bilder lassen, sonst kann man es nicht sehen. Ullmann, King, Marcel Müller, Pföderl. Oh. Und da habe ich einen Namen gehört. Efkin ist der Erste, der sagt, Christoph Ullmann, es ist Ulle, und der ist uns zugeschaltet. Ulle, schönen guten Abend. Wie lange dauert denn die Show noch? Einen schönen guten Abend, hallo. Ulle. Servus, Ulle. Ja,
Du, dich an Weihnachten zu sehen, das freut mich. Ich grüße dich. Wir grüßen auch den Nachwuchs. Servus. Geht's euch gut? Ja, hi. Serge, du musst aufpassen, wenn du mit dem Rick zu Abend isst. Das kann feuchtfröhlich werden. Ja, das ist richtig, aber ich habe ja eine Grundlage gelegt und eine fettigere Grundlage habe ich eigentlich selten gelegt, obwohl ich den Schweinsbraten schon weggelassen habe, muss ich ehrlich sagen. Also ist alles gut, ich halte durch. Sehr schön. Respekt an den Gewinner. Wer war der Gewinner nochmal? Wer hat es als erstes rausgehauen? Efkin. Ja, hat auch sofort dann auch ein Yes hinterhergeschrieben, weil er sich abfeiert dafür und das war auch echt stark. Und ich habe ja mit Ulle gestern in Bietigheim die Sendung gemacht und er hatte mir vorher netterweise dieses Bild geschickt und ich dachte mir, das passt natürlich am allerbesten, weil es auch so vor so einem schönen Weihnachtssetting war, vor dem Weihnachtsbaum damals 1978, Christoph Ullmann. Aber Ulle, bei dem Bild merkt man übrigens, Ulle, früher war wirklich mehr Lametta. Das sagt man immer so, aber es war früher mehr Lametta. Sieht man an dem Baum. Das ist richtig, ja. Ulle, jetzt bist du hier in Waldgreibung geboren. Mein erster Tipp, haben Sie hinter sich irgendwie verwandt oder verschwägert? Oder wo haben sich die blonden Haare hin verwachsen? Das ist getönt jetzt mittlerweile, weil das mit dem Blond, das war mir zu wild. Ja, zu aufregend auch für draußen. Ich kenne das. Ich habe mir auch so ein bisschen grau eingefärbt. Ja. Da kommt man ein bisschen seriöser rüber. Definitiv. Ulle, der Nachwuchs. Aber diesen Kompliment eben an eure Grafik bei Ein Quantum Trost. Ich habe so lachen müssen vorhin. Das war schon, das war sensationell. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ich mag natürlich den Holzi auch, weil jeder sagt ja China, aber beim Holzi ist es China. Und das finde ich phänomenal. Ja. Das ist aber das Problem, das kriege ich aus dem Holzi sowieso nicht raus, ist aber ja gar nicht meine Aufgabe, aber ich versuche es ja immer aus Rick Goldmann rauszubekommen. Auch das ist nicht der Aufgabe. Doch, das ist meine Aufgabe, da bin ich schon auch so ein bisschen der Grammatikbeauftragte und der Germanistikbeauftragte, aber Holzi hat dann netterweise eben auch mal gesagt, ja Dorten, dann fahren wir Dorten hin und das sagt ja logischerweise der Goldi auch mal, Dorten. Und die Vokabel habe ich in meinem Leben vorher noch nie gehört, Ulle, bis ich Rick Goldmann traf. Ulle heißt Dorten. Ja, das ist direkt neben da. Dorten ist der Bruder von da. Ach Leute, aber gut, so ist es. Ja, Ulle, wann ging es da los? Direkt unter dem Weihnachtsbaum von dem Bild, was wir gesehen haben, startete eigentlich deine Eishockey-Karriere, weil da lagen die ersten Schlittschuhe drunter oder war das schon früher oder der erste Schläger? Es ist ein großartiges Bild. Ich glaube tatsächlich, dass das noch die Trommel war und vielleicht die Eisenbahn. Ja. Ich hoffe, dass es später angefangen hat. Dieser ganze Wahnsinn. Aber das Lametta da hinten, das ist phänomenal. Also da muss ich dir recht geben, da wiederhole ich dich gerne. Sensationell. Aber die Hose ist auch stark. Das ist irgendwie so, hast vorne noch irgendwie, keine Ahnung, es sieht aus, als wenn du in vorne hängt noch irgendwie, was ist das, ein Elefantenrüssel oder was soll das noch sein? Das ist ja... Sag mal. Das ist der Gürtel, den hat man damals länger tragen. Den enger geschnallt hat man den damals. Erst jetzt, in den 2000ern, müssen wir den Gürtel enger ziehen. Ja. Ja. Richtig, aber die Hose ist immer noch in Mode. Hast du immer noch an. Schön. Haben wir noch eine eine ernste Frage und eine wichtige Frage an Ulle? Du hast doch einen Ulle dazu geholt. Von der Regie wurde mir das so reingelabert. Ich habe mit dem gestern genug gequatscht. Ich wollte ihn gar nicht sprechen. Na, du laberst ja auch seitdem durch, habe ich das Gefühl. Was sehr lustig ist, Efkin hat den Pulli gewonnen und dann hat er geschrieben, du, Chris, falls du den Pulli jetzt haben, ich habe den Pulli gewonnen, falls du ihn haben kannst, kannst du ihn haben. Dann sagt der Chris, nee, du hast ihn ja gewonnen. Sagt der Efkin, nee, du kannst ihn haben. Die versuchen sich jetzt schon den Pulli hin und her zu schieben. Ich kann gucken, ob ich irgendwo die Hose finde, dann können wir die auch noch mit reinschmeißen. Noch ein Kilo Lametta dazu. Ja. Hätte der Baum wenigstens irgendwas gehabt neben so uns. Ist der Baum schon aufgestellt, Ulle, im Hause Ullmann? Steht da schon alles? Oder macht ihr das erst so am 23. oder am 24.? Moment, ich habe euch. We lost contact to Christoph Ullmann. We lost contact. Oh. Sag mal. Ja, jetzt habe ich euch wieder. Ja, jetzt hat uns wieder. Ja, hat uns wieder. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Bist du ein bisschen machen. Das hat keiner ein Problem. Wieder zum da. Hören. Ich wollte eigentlich sagen, weil ich da so ein paar grüne Zweige sehe, ob der Baum im Hause Ullmann schon aufgestellt ist und geschmückt ist oder ob das erst am 23. oder 24. kommt.
Nee, tatsächlich steht der schon und der ist aber 12 Stunden nach Ankunft ist der auch das erste Mal umgefallen. Also entweder wollte der wieder ausziehen, Gott sei Dank war der noch nicht geschmückt in der Zeit, aber der lag tatsächlich quer über der Couch, als wir morgens aufgewacht sind oder aufgestanden sind und jetzt haben wir da mal 3-4 Tage gewartet, jetzt steht er wieder, haben die Lichterkette eingezogen. Ist ja eigentlich alles wie bei dir. Und jetzt können wir uns die nächsten Tage... Das ist dünn. Bitte? Du liegst auch mal in der Früh über der Couch. Ist ja alles gleich sonst eigentlich. Aber ich kann da empfehlen, Grinner Baumständer, das ist der Ferrari unter den Baumständern. Ja. Ja, der hält immer, kannst du machen, was du willst. Dazu haben wir natürlich was, da möchte ich jetzt gar nicht genau sagen können, wer der größere Ferrari-Schorsch von den zwei ist, von uns da hinten. Ja, das super. Natürlich. Aber der wird noch geschmückt, der Baum wird noch geschmückt. Wir haben verschiedene Bräuche. Müssen wir mal gucken, worauf wir dieses Jahr zugreifen, dass das Ding am Ende des Tages auch gut aussieht. Dein WLAN ist nicht so gut. Dein WLAN, pass auf, Ole. Das ist ja eine 5 für dich. Pui, Deibel. Wow. Schön, dass du dazu geschaltet hast. Also ja. Du merkst, die behandeln dich wie ein Punching-Ball. Ich finde das nicht schön. Moment, jetzt ganz kurz. Ich muss noch mal kurz Props geben. Ich habe es gestern nur per WhatsApp gemacht, aber Christoph Ullmann hat es tatsächlich gestern fertiggebracht, mich von Bietigheim Stadion mit Tschüss und auf Wiedersehen durch die Tür raus, ja, ins Auto rein, hat er mich zum Bahnhof gebracht. Dadurch habe ich meinen Zug noch bekommen. Das war sehr dankbar, weil sonst hätte ich dann eine Stunde am Bahnhof rumlungern müssen. Und wer möchte das schon am Bahnhof um 10 Uhr abends in Bietigheim-Bissingen? Aber du hast es möglich gemacht. Danke dafür, dass du auch die ein oder andere Verkehrsregel außer Acht gelassen hast. Das diskutieren wir natürlich nicht. Sehr gut. Ole, hast du jetzt eigentlich, weil wir haben ja heute gehört gehabt, wir haben einen Eishockey-Philosophen in unserer Runde seit Neuestem. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Weil Eishockey ohne Eishockey ist einfach kein Eishockey. Und in dem Zusammenhang die Frage, wie schaut es bei dir über die Weihnachtsfeiertage aus? Hast du Eishockey? Weil Eishockey ohne Eishockey ist halt einfach kein Eishockey. Das ist richtig. Ich habe viele Sportphilosophen gehört, aber der reiht sich bei mir unter die Top 2 ein. Deswegen möchte ich mich, was solche Redewendungen angeht, zurückhalten. Ja, okay. Aber hast du Einsätze? Bist du noch mal im Einsatz oder machst du wieder mal Feierabend bis 2022? Ich bin zwischen Weihnachten und Neujahr bin ich im Einsatz. Ich darf zweimal die Konferenz machen und bin noch in Mannheim gegen München beim Topspiel. Mega, okay, the best for the best. Also das ist ein gutes Stichwort, guter Hinweis. Wir sehen das ja auch schon eingeblendet. Denn morgen gibt es ja bei uns bei Magenta Sport die Konferenz. So ist es. Du bist dabei, glaube ich, Goldi, ne? Ja, und auch am Donnerstag, also back to back, wenn man so will, mit einem kurzen Zwischenschnaufen am Mittwoch. Ja, und überhaupt sind es aktuell bei Magenta Sport mega Feiertage, mega Festtage vor dem Fest. Ja, was ist hier live? Guck mal, hier stand es ja eben auch schon drauf. Habe ich ja eben schon mal reingezeigt hier. Da. Ja, da haben wir es auch. Ist das die U20-WM. Alles live bei uns. Live aus Kanada. Edmonton Red Deer. Die deutsche Mannschaft natürlich bei uns im Blickpunkt. Schön. Freuen wir uns drauf. Also, ich weiß nicht, wer da Eishockey-Pause haben will. Er kriegt sie einfach nicht. Das senden wir durch. Ja, machen wir bam, durch. Bam, bam, bam. Ich weiß nicht, was los ist mit ihm. Ich entschuldige mich auch im Namen meiner Eltern. Aber was ist bei dir heute abends noch so los? Du schaust so aus, als ob du gleich in der Polonaise der Gewalt noch in die Innenstadt ziehst. Nee, ich werde jetzt euch gemütlich noch zu Ende gucken. Ja. Hoffe, dass ihr auch noch mal größere Gläser bekommt, dass ihr einen anständigen von dem Piccolo da wegkommt. Ja. Und dann geht es für mich auch ins Bett. Ich muss arbeiten morgen. Ich weiß nicht, was bei euch los ist, aber ich muss morgen arbeiten. Gut, das kennen viele in der Medienlandschaft nicht, aber ich kann es nachvollziehen. Ich finde es schön, dass du so am Boden geblieben bist. Und, ab 13 Uhr muss ich auch arbeiten. Ja. Ja. Das ist doch schön. Ja, ich arbeite meistens von 12 bis Mittag. Das ist auch gut. High Noon, Ulle High Noon nennen wir dich dann jetzt. Sehr gut, Ulle. Ulle, lieben Dank. Beste Grüße. Pass auf den Baum auf, ja, dass der gerade steht, der Kollege, und nicht am 24. bei der Bescherung umkippt. Ich halte ihn fest. Sehr gut. Also viel Spaß, schönes Fest und wir sehen uns vermutlich dann im Jahr 2022. Bleibt gesund und beste Grüße an die Familie und schick auch mal die Kinder ins Bett. Ne? Morgen ist normalerweise Schule, also wenn wir da auf die Uhr gucken, meine Güte, also Zähneputzen muss zumindest schon mal lange passiert sein. Pädagogisch? Das ist optional. Pädagogisch sage ich da einfach auch nochmal ganz kurz. Das ist ja eine 5 für dich. Pui, Deibel. Wow.
So. Das versteht der nicht, weil gewisse Sachen sind bei uns anders, denn wir sind mental stark. So, jetzt bist du raus, Ulle. Jetzt hast du es geschafft. Danke nochmal. Auch für das Bild und für Danke. Die Fahrt zum Bahnhof. Danke, ciao. Ulle, ciao. Tschüss. Und übrigens, wichtiger Hinweis noch, weil wir haben ja jetzt hier so ein bisschen... Ich bin nur für mich jetzt zur Planung. Ach Gott. Weil der Fahrer immer wartet. Wenn ich anfange zu labern... Entschuldigung, du laberst seit 2 Stunden durch. Nee, sollen wir das mal testen, wer mehr Redeanteil hatte? Das können wir gerne mal testen. Das ist einfach... Aber das sind Fake News, sind das. Ich möchte ja nur ganz kurz, weil mein Fahrer wartet. Wenn wir jetzt noch 2 Stunden haben und noch mehrere Gäste haben, von denen ich nichts weiß... Stimmt, 2 Stunden. Dann sollten wir es nur noch Leuten mitteilen. Ich habe Zeit, ich bleibe hier. Ja, du hast aber nicht mehr viel Zeit, dein Essen aufzufuttern, weil das ist mal eben kurz bei -3 Grad gerade angelangt. Ja, und? Ja. Was ich noch sagen wollte, ganz wichtig, weil wir sind ja heute hier bei der Weihnachtsfeier, ja, bei unserer Die Eishockey-Show Weihnachtsfeier 2021. Aber es wird auch morgen in der Deutschen Eishockey-Liga gefeiert, nämlich in Ingolstadt. Und da sind wir natürlich gerne bereit, auch mal darauf hinzuweisen, dass ein Christmas-Warm-Up da huam. Stark. Stattfindet. Ab 18 Schön. Uhr könnt ihr euch den Stream reinziehen. Da gibt es auch viele, viele coole Sachen. Ein bisschen getalkt wird natürlich mit dem Führungsstaff bei den Panthern. Sind, glaube ich, auch Gäste da, auch von den Spielern. Es wird auch ein bisschen was zu gewinnen geben, habe ich mir sagen lassen. Interessanterweise gibt es ein Magenta Sport-Abo zu gewinnen. Und ich glaube sogar einen Fernseher. Du brauchst ja einen Fernseher. Ja, das ist ganz cool. Das Blöde ist natürlich nur, wenn sie beides nicht gleichzeitig verlosen. Dann fehlt dir vielleicht der Fernseher oder es fehlt dir das Abo. Das weiß ich nicht, wie sie das machen. Aber 18 Uhr, Christmas, Warm-up, der Warm. Das Ganze dann im Stream bei den Panthern. So, apropos der Warm. Ja. Ja. Ich will auch nach Hause. Du willst nach Hause? Ja, ich will jetzt nach Hause. Schon. Ja. Hast du nichts mehr? Mein Redefreudiger. Doch, ich habe nur eins. Mein redefreudiger Freund. Ja. Ich sag dir eines, egal was. That's a hockey, you know, it's only game. So ist es. Rick Goldmann ist aber für uns, was ist er? The hardest worker on the planet, Earth, Hockey, whatever. Irgendwie also so. Rick Goldmann. Heute bei der Eishockey-Show im Einsatz, am Dienstag in der Konferenz, am Donnerstag in der Konferenz. Du machst dir die Taschen voll kurz vor Weihnachten, das ist Wahnsinn. Ja, ich habe vielleicht auch mal spenden übrigens, den morgen, ganzen Mammon. Morgen nochmal Konferenz, freue ich mich drauf, Donnerstag auch, am Freitag hatten wir schon Konferenz. Ja. Ist natürlich geil, weil jetzt kommen dann auch noch die Spieltage mit 7 Teams, bevor der Ulle dann den Stab übernimmt. Also, das ist natürlich schon... Freue ich mich drauf, ja, absolut. Auf welches Spiel freust du dich am meisten an den Dienstag, Donnerstag? Wir haben gerade hier weißt ein bisschen das okay, Programm. Okay. Das ist das Tolle an der Konferenz tatsächlich. An der Konferenz ist das Tolle, dass ich eigentlich nicht die. Wir suchen uns zwar immer wieder Spiele raus und sprechen über einzelne Gegner, aber du wirst oft überrascht in der Konferenz, was passiert. Ja. Und du kannst nichts planen, ja, im Endeffekt. Du wirst immer überrascht. Und das ist das Schöne. Die Konferenz zeigt, dass die Sportart. Das Höchste ist, weil sie dich einfach immer da wieder hinbringt, da wo du hinschaltest, da wo am meisten passiert, das am längsten dauert, das die größten Überraschungen hat und so weiter. Und deshalb finde ich das Format so geil. Ja. Es gibt für mich kein geileres Format, das ist wie im Eishockey, mit der Dynamik sowas Dynamisches zu sehen und die Herausforderung, dem irgendwie folgen zu können. Intellektuell, emotional und auch physisch ist eine Herausforderung, die mich jetzt mal wieder an die Grenze stellt, aber ich habe absolut Bock drauf. Und ich freue mich, wenn es morgen weitergeht, Digi. So, jetzt mach den Kack zu, ich will heim. Als wenn eine Grenze hätte. Draußen. Eins kann ich dir noch sagen, zu guter Letzt. Was? Ja. Was? Ja, weil ich spreche die letzten Worte hier. Das ist mir wichtig. Oh. Das ist, wenn das Ego zu groß wird. Ja. Ja. Was möchtest du denn sagen? Der Kollege Efkin, der das Jersey gewonnen hat. Ja, ist ein Düsseldorf-Fan wahrscheinlich. Deswegen will er das Iserlohn-Ding nicht, oder? So ist es. Aber das ist ja wieder cool von ihm, weil ich ja gerade gesagt habe, ab und zu muss man auch mal was spenden. Ja? Ja. Und auch mal einfach weitergeben an die, die es dann wirklich brauchen. Und in dem Fall gibt er dann vielleicht jetzt das Hoodie-Teil weiter an einen vielleicht Iserlohn-Fan, der das super gerne hätte, weil es ist ja sold out und überhaupt. Und deshalb ja, ist das noch eine gute Sache. Hut ab vor diesen Menschen. So. Nicht nur nehmen, auch mal geben. Absolut. Mit diesem Gedicht. Finde ich schön. Wollen wir eigentlich diesen Abend beschließen, aber noch nicht ganz. Einen haben wir noch, wie Otto gesagt hat früher. Otto Show Live 82. Einen haben wir noch. Weiß ich, kenne ich. Macht er immer noch auf seinen Shows. Macht er immer noch, singt er immer noch hinterher. Ja. Ist immer gleich geblieben. Bei den Hänsel und Gretel Versionen? Ja. Legende. Absolut.
Ja, mit dieser Komik bin ich aufgewachsen. Und ja, dann kam schade, dass du überhaupt nichts davon behalten hast, aber das ist dein persönliches Problem und jetzt unseres. Aber was willst du machen, ne? War? Dill. Komm, mach die Ding, mach zu jetzt hier. Ich will es einmal sagen, sie mögen sich eigentlich. Ne? Also, falls es nicht so rüberkommt. Ja, das ist mir jetzt schon ein ganzes Stück zu privat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja. Wen ich mag, sage ich nur selber. Ich hab ihm zum Beispiel auch seinen Weihnachtsbaum wieder zahlt, wie jedes Jahr, und habe das Geld immer noch nicht bekommen. Und jetzt, wenn er herkommt, 5 Euro hast du von meinem Weihnachtsbaum gezahlt bei mir. Du kriegst ja noch Geld von mir. Und das macht er jetzt seit 10 Jahren. So finanziert er seine Weihnachtsbäume. Mache ich jetzt direkt über PayPal, du Loser. Nein, PayPal, ich habe kein PayPal. Ja, ich habe halt Geld in den Taschen oder ich habe nichts. Was ist denn los mit dir? Ich bin der Peter Graf des Eishockeys. Kann man nicht mal meine Plastiktüte reinbringen? So, habe ich das laut gesagt? Nee, habe ich nicht. So, jetzt ist gut für heute. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen, für die Kommentare und ja, wir freuen uns, wenn es dann im Januar weitergeht. Weil natürlich machen wir ein kurzes Break rund um diese Weihnachtstage. Rick Goldmann muss durchschnaufen. Wir haben es ja gerade gesagt, er ist der hardest worker. Aber spätestens dann ist es natürlich irgendwann auch vorbei mit dem Energielevel. Und was bleibt mir sonst sozusagen? Ach klar, Frage kam natürlich auch nach Basti auf. Selbstverständlich, auch der wird an unserer Seite sitzen, aber er ist momentan so ein bisschen im Sinne der fliegenden Pfeile unterwegs und wir werden das dann aber immer zu zweit machen, auch mal ein bisschen durchwechseln also, hier auf der Pole Position. Jetzt muss ich fragen, was eine Frage für mich ist, da habe ich das Konzept nicht verstanden. Ich dachte, das ist Basti. Habe ich da was missverstanden? Absolut. Okay. Hast gut. Du mal wieder. Das tut mir leid, Basti. Get your brain together. Tut mir leid. Basti macht den Job dann. So, letzte Frage, bevor die Kollegen in der Regie denken, Moment, wir sind doch eigentlich nur für die Stunde bezahlt worden, Moment. Warum müssen wir hier 2 Stunden diese Clowns? Da ist schon lange keiner mehr da. Von den 187, die du angekündigt hast am Anfang. Da ist schon lange keiner mehr da, weil die dann heimgehen. Aber gut. Ah, guck mal. So ist es. Die Leute wünschen sich die Top 10. Nee, ich höre gerade noch, guck mal, der ja, FG ist übrigens Kevin, der hat das nur umgedreht mit den Buchstaben, also und wir haben das natürlich aufgenommen und das ist einfach, da hauen wir noch einen raus. Das ist wie bei Ale Dieter in Hamburg am Fischmarkt. Einer, da hau ich noch einen rein in die Tüte. Pack ich auch mal drauf. Und nur für dich heute packe ich auch noch mal die 3 Ale oben drauf. Morgens am Fischmarkt, 4 Uhr morgens, 4.30 Uhr, haut Ale Dieter alles raus und wir hauen auch noch einen raus, kurz vor Weihnachten. Das ist der Sinn. Für Kevin. Du jetzt so, was haben wir denn jetzt? Also hier ist ein Trikot. Du warst noch nie am Hamburger Fischmarkt. Natürlich war ich im Hamburger Fischmarkt. Das ist lang Weltklasse. Vor. Hier, Augsburger Panther-Trikot, original unterschrieben von Brady Lamb. Kannst du mir Musik einspielen von Brady Lamb? Oder darf er das nicht? Geh mal und so. Darf er das? Ist immer. Hier unten, ich sehe es. Drück doch mal drauf, wo es unterschrieben ist. Guck mal, angeblich ein Retro-Jersey. Drück doch mal drauf, wo es unterschrieben ist, dass man es sieht. Auf Happy Cat. Was? Da oben in der 2. Gott sei Dank. Jetzt sieht man doch. Ja. So. Und das Trikot gibt es auch noch? Das gibt's. Für Kevin gibt's das. Oder was ist jetzt deine Frage? Ach, Kevin kriegt das Trikot. Ja, weil er halt so ein Ehrenmann ist und sagt, pass mal auf, ich behalte es jetzt nicht, es bringt mir ja gar nicht so viel, sondern ich hau es wirklich vielleicht an einen. Was? Verstehe ich. Ja. Aber jetzt nur für mich. An den Iserlohn-Fan jetzt, raus und jetzt kriegt er dafür 1 von Augsburg. Ja, okay, das verstehe ich, aber er ist doch Düsseldorf-Fan. Ja, aber ganz ehrlich, jetzt hier für einen Eishockey-Fan ein Original-Trikot, so ein Retro-Teil unterschrieben. Diese Fan-Freundschaft zwischen Düsseldorf und Augsburg, das ist auch nochmal interessant. Was schreibt er selber dazu? Efkin, freust du dich schon? Brady Lamb. Übrigens, Efkin ist Kevin. Ja. Efkin ist Kevin. Hat er gerade aufgeklärt hier. Wait, jetzt what? Sagt er, wait, what? Also pass auf, ich erkläre es nochmal. Da du Düsseldorf-Fan bist und Merchandise bekommen hast von Iserlohn, du den Iserlohn-Merchandise verschenkt hast, haben wir gesagt gehabt, weil du Düsseldorf bist, schenk mir doch logischerweise was von Augsburg. So, und jetzt, wie findest du das? Soll ich aber sagen, Hans-Peter ist am besten weggekommen, und zwar mit diesem Ding hier. Ja. Kevin sagt LOL. Ja, LOL zurück. Whatever that means. Ja, du gibst uns jetzt deine Adresse und dann schicken wir dir das zu. Ob genau, das ist vielleicht noch wichtig, dass ihr uns dann auch die Kontaktdaten zuflötet. Genau, einfach bei Magenta Sport anschreiben und der Herr Magenta selber schreibt und der Herr Sport verschickt. André Goldmann 0173 434364. So ist es. Gut. Weißt du, nee. Wir können nicht zumachen, ich weiß, aber einen haben wir noch.
Einen haben wir noch, denn wir haben eins vergessen. Ich kann mir ja wenige Dinge merken, aber ich kann mir merken, dass wir bei der James-Bond-Nummer, und so sind wir ja gestartet auch in diese Sendung, dass wir heute hier die Weihnachtsfeier so ein bisschen mit Style machen, James-Style, ja, weil wir oft drüber geredet haben. Einen haben wir ja wohl vergessen. Das glaube ich auch. Haben wir was Russisches vergessen? Ah. Wir haben was Russisches so vergessen. Wir haben Grüße so bekommen. Ja. Save the best for last. Igor Sacharkin. Liebesgrüße aus Moskau. Oh, das ist ja wirklich wunderschön. Also mal ganz ehrlich, das könnte ein Original sein. Ich auch, also dieser Style, da passt einfach alles. Es ist ein früher Brokkoli-Film gewesen. Ja, Brokkoli-Film. Ja, das ist doch der Produzent da, Albert. Also das Einzige, was ich sicher weiß, ist, dass ich spätestens jetzt und zwar ab 21.15 für eine sehr lange Zeit Urlaub brauche nach dieser Sendung. Vielen Dank, Magic Mike. At the Turntables, auch heute wieder. Danke für deine technische Unterstützung, weil wo wären wir ohne das? Wir besser, können ja gerade mal ein Handy bedienen. Live-Cutter Mike. Ja, und wir haben natürlich auch Grüße wieder auch an deinen Vater, der ja mal fragt, warum dein Name unterschiedlich in der Bauchbinde auftaucht. Ja. Das ist natürlich bewusst so. Ne? Mal bist du der Meier, mal hast du Eier, mal hast du... Es ist egal, alles ist drin, das Y. Es wissen auch wenige, ich habe auch so viele verschiedene Egos, aber ich versuche mal in jeder Show ein anderes zu zeigen. Also mehrere Shows? Ja. Wo trittst du so alles auf? Ah, das will ich jetzt hier nicht sagen. Du bist ja auch ein Zirkuskind. Also so junger Mann zum Mitreisen gesucht, wieder eingestiegen und zack, warst du weg und dann bist du hier gelandet. Ja. Es ist toll, das freut uns. Immer wieder mitmachen, immer wieder dabei sein, gewinne. Wir fahren nicht vorwärts, wir fahren nicht rückwärts, wir machen Tempo. So also wer jetzt da tatsächlich noch dabei ist, ist selber schuld. Aber wir haben uns an eins gehalten, vieles haben wir gebrochen, aber eins war wirklich so, eine Stunde sollte es eigentlich vorbei sein. Und es sollte auch so sein, weil das ist definitiv zu lang. Aber in dem Sinne auch von mir frohe Weihnachten. Danke, sehr schön, die Leute raus. Mike, ciao, danke, liebe Fans da draußen und Kevin fragt, wie er Kontakt aufnimmt, einfach uns schreiben, rickgoldmann@aol.com. Er schreibt doch, er hat kein Social Media. Ja, eben drum. Aber eine E-Mail-Adresse vielleicht. Ja, aber auf YouTube kannst du ja auch schreiben. So ja, schreibe das bei YouTube deine Mike, Adresse wir rein. Wir finden dich. Also, beste Grüße, macht's gut, schöne Weihnachten und wir verabschieden uns in das Jahr 2022 jetzt schon, kurz bevor der Weihnachtsbaum überhaupt brennt. Und das Ganze mit unseren Top 10 von dieser Woche. Bis dahin, macht's gut. Das war die Eishockey-Show für heute. Frohe Weihnachten. Salut. Ciao. Und Prost. Jetzt so leicht, noch einmal quer durch. Tuomi mit dem Tor zum 2:1. Und er schaut die ganze Zeit ins Kreuz. Genau da wollte er hin. Und da passt er eben auch perfekt rein. Wunderschöner Treffer von Tuomi. Ja, jetzt mal erste gute Aktion in der Offensive. Olver mit der Chance und erster Treffer. Maxi Kamara mit der frühen Führung für die Haie. Dann hat Olver Platz. Und dann die Übersicht mit der Rückhand. Maxi Kamara bedient. Tolle Bewegung von Olver. Scheibe ist draußen. Fox mit dem Hattrick. Dane Fox, 1, 2 oder 3. Ja, doch meistens recht ungefährlich von der Seite. Jetzt möglicherweise aber nicht. 2:0 Situation. Riesen-Save von Tommy Kahunen. Oh, den holt er brutal raus mit der Schiene. Und das war eine Riesenmöglichkeit, Schwenningen. Matthias Plachter und aus Spitzenwinkel mit der Rückhand Matthias Plachter und dann vorbei im kurzen Eck an Olivier Roy. Schöner Querpass, Tor, 3:0, klasse rausgespielt. Aber diese Vorarbeit war grandios der Nürnberger. Und dann No-Look-Pass auf die andere Seite, Schmölz hier zu sehen mit der Rückhand. Der schaut dann da gar nicht drüber. Schwenningen wieder komplett meinig. Und dann ist Adam auf und da vorne. Oh, super Tor, Maximilian Adam aus der Kühlbox.
rausgekommen, vorne weggeflogen. Boah, brutales Ding, wie er den da eingeschweißt hat, auf und davon. Da nimmt er die Füße in die Hand und dann klingelt es aber sowas von dem Stockerdeck. Und dann Bartha mit dem Pass auf O'Donnell. Nächste Chance. Mit Speeds. Rum, 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 Tor! Brandon O'Donnell. Was hat der einen Zug zum Tor? Weil er einfach nicht zu stoppen ist. Auf den Kasten zugeht und die Scheibe versenkt. Dark. Und dann ist er drin, Blake Byron. Ist das ein Kopf-Puck-Tor? Ja, mit dem Kopf hat er's gemacht. Jetzt wird's auch noch spektakulär. Wieder also diesen Rückstand hinterherlaufen müssen. Wow, der Check hier vorne über die Bande. Treibisch und Luke Adam. Alle beide gehen da über die Bande.